Mimi, meine Entschuldigung an ApoRed 11. 50 Minuten. Boah. 900.000 Aufrufe. Bruder. Yo, Leute. Was geht ab? Das Thema Finanzen ist... Oh. Ist ja neben den Belästigungsvorwürfen zu einem eigenständigen Thema geworden. Nicht, weil ApoRed einfach nur flex, sondern weil er es selber als Angriff und Verteidigung genommen hat gegen seine Kritiker. Wir sind einfach nur neidisch auf sein Reichtum, seine Immobilien und seine Autos. Okay, es geht also um Finanzen. Es wird immer Leute geben, die mich nicht mögen. Vielleicht, weil ich ein Kenneck bin, was auch immer. Oder vielleicht, weil ich ein Lambo fahre, ein Range Rover oder ein Penthouse lebe. Ich muss gar nicht auf Krampf 1000 Videos über ApoRed machen, um mein Geld zu verdienen. Bruder, ich verdiene richtig viel Geld mit tausenden Videos über ApoRed, ne? Krank. Krank. Habe ich ja schon gesagt, ne? Ich weiß einfach mehr Cash als die ganzen Leute haben und ich davon abhängig bin. Sorry, Digga. Und vielleicht kriegen das einfach viele Leute auf, weil ich vielleicht so viel Cash gemacht habe. Vielleicht sind die auch neidisch, weil die gerne tauschen wollen. Vielleicht wollen die meisten Leute auch ein Lambo. Oder vielleicht wollen die auch ein paar Immobilien haben. Vielleicht sind die gerade noch, vielleicht haben die noch mehr Frust, weil gerade ein Kanaka erfolgreich ist. Oder als ob ich jemand einen Controller scannen will. Also am meisten frustrieren mich erfolgreiche Ausländer. Hä? Das ist ja ein weirder Take. Was? Digga, ich habe Millionen gemacht. Warum soll ich wegen einem Controller, den ich geschenkt bekommen habe, scammen? Ich wiederum konnte nachweisen, dass er wortwörtlich nix... Ich habe Millionen gemacht. ...nix davon besitzt und sich sogar in Privatinsolvenz befindet. Wir sollen also auf etwas neidisch sein, was er selber über Jahre zusammengelogen hat. Des Weiteren hat er auch seine Zuschauer damit gefrontet, dass die sich nicht so eine geile Bude leisten können wie er. Ich habe halt selber jetzt demnächst eine Wohnung abgesaved. Das ist demnächst eine frische Neubau-Vier-Zimmer-Wohnung, okay? Mitten in der Innenstadt von Hamburg. Das könnte ich die meisten voll Spackos gar nicht leisten, die jetzt so dumme Sachen schreiben oder so dumm reagieren. Ist halt einfach Real Talk. Ich wiederum konnte nachweisen, dass er in einem Sozialbau wohnt, den er sich über Hartz IV finanzieren wollte. Meine Entschuldigung Teil 9 kam übrigens noch vor dem Container Ich bin Millionär-Video, wo er über die Insolvenz redet. Ich habe seit meinem Teil 9, also vor über einem Jahr, nichts weiter dazu gesagt. Ihr könnt euch vorstellen, dass es in der Zeit die ein oder andere Neuigkeit gab, das ein oder andere Video oder der ein oder andere Stream erschienen ist. Und wir werden das jetzt mal gemeinsam aufrollen und aufräumen. Bevor ich das aber mache, mal eine kurze Ansage an alle Zuschauer und auch Reactor. Ansage an alle! Das trifft auch euch, Chat. Und mich. Ich kann natürlich niemandem vorschreiben, was er sich anschauen oder nicht anschauen soll, aber überlegt euch genau, ob ihr jeden Scheiß von ApoRed anschauen oder darauf reagieren müsst. Das hilft ihm am Ende nur, dass die wirklich kritischen Punkte einfach verwässern und er doch wieder ganz sympathisch rüberkommt bis zu seinem nächsten Scam oder nächsten Skandal. Scheinbar wird sehr schnell vergessen, was der alles... Sympathisch? Ich müsste jetzt durch die Videos durchgucken, aber ich glaube nicht, dass er besonders viel Sympathie... Aber ist egal. ...es gemacht hat, ohne ein einziges Mal irgendeine Einsicht zu zeigen. Im Gegenteil, alles wurde immer abgestritten, umgedreht oder die Schuld auf andere geschoben. Der Typ ist im Fall Carina offiziell verurteilt. Es ist auch unstrittig, dass er verkaufte Sachen nicht an Zuschauer geschickt hat. Etliche Gewinnspiele wurden nicht eingelöst. Er arbeitet ständig mit unseriösen Firmen zusammen, die bei den ganzen Scams mitmachen. Andere gleichnamige Firmen leiden darunter, dass sie mit denen verwechselt werden. Er verstößt gegen staatliche einstweilige Verfügungen, weigert sich aber die Strafe dafür zu zahlen, versteckt sich vor dem Gerichtsvollzieher, gibt falsche Wohnadressen beim Gericht und vor den Insi-Leuten an, verkauft fändbare Gegenstände heimlich auf Vinted und eBay Kleinanzeigen. Bruder, das wird ganz schön lang, Digga. Womit eigentlich das Ordnungsgeld und die ganzen Gläubiger bezahlt werden müssen, denen er Geld schuldet. Er stellt sich als cleaner deutscher Bürger dar, obwohl er Autos geklaut hat, aus Spaß ein... Warte, was? Er Geld schuldet. Er stellt sich als cleaner deutscher Bürger dar, obwohl er Autos geklaut... Mit 14 Jahren ein Audi A4 geklaut. ApoRed busted. ApoRed hat mit 14 Jahren ein Audi geklaut? Ich glaube, er will eigentlich sagen, dass man ihm keine Klicks geben soll. Also jetzt muss man aber Folgendes sagen, ne? Das funktioniert leider nicht. Leider funktioniert das nicht. Ich wünschte, es würde funktionieren, aber es funktioniert nicht. Es gibt keine Möglichkeit, jemanden keine Klicks zu geben, sobald du dich mit ihm auseinandersetzt, irgendwie. Ne? Das bedeutet, auch die Entschuldigungsvideos an ApoRed in 11-facher Ausführung sind ein Reichweitenboost für den Allerechtesten. So traurig das ist, aber es ist so. Ich könnte also hier sitzen und den ganzen Tag beleidigen. Ich könnte jetzt ein 20-Minuten-Video hochladen, wo ich den nur beleidige. Das wäre ja trotzdem ein Reichweitenboost. Das Einzige, was du tun kannst, um das zu vermeiden, um keinerlei Fokus darauf zu setzen, ist keinerlei Interaktion. Sowohl negativ als auch positiv. Und da seid ihr, genauso wie ich, vollkommen unfähig zu. Vollkommen. Das schafft ihr nicht. Also viele Leute schaffen das nicht. Ich maße mir an, dass der eine oder andere das schon macht, unter Umständen. Vielleicht wird auch dieser Stream ausgemacht, wenn dieses Thema angeht. Aber die Realität ist, dass es genau andersrum ist. Genau andersrum.
Bruder, und ich mach gottlos, also wirklich Gott, das kann man ja einfach mal sagen, Digga. Die Videos, die auf Zerstörung oder Entschuldigungs von ApoRed auf Mimi-Videos reagieren, oder? Das sind immense Summen, das kann man sich gar nicht vorstellen, Alter. Was damit für Geld gemacht hat, ist insane. Bruder, ich habe gestern geschaut, mein CPM auf einen ApoRed-Video, der ist im hohen zweistelligen Bereich. Das ist fucking dumm. Ey, das Einzige, was man machen könnte, ist konsequent, niemand sollte irgendwas sagen. Diese Videos sind genauso kontraproduktiv wie alle anderen. Denn immer noch, und das muss mir mal jemand erklären, vielleicht kann das jemand von euch erklären, ich weiß nicht wieso. Wir haben in der letzten Entschuldigung von Mimi was sehr Schönes gesehen. Nämlich, wie wertlos Positionen auf YouTube per se sind. Und ich meine nicht Positionen von Content-Creatern, Reaction-Streamern und YouTubern, gar nicht. Sondern ich meine, wie wertlos die Community auf YouTube an sich ist. Denn alles umfassend kriegt dieser Typ noch Tausende bis zu Hunderttausende Likes auf sein Video. Und da bin ich auch raus, denn das verstehe ich nicht. Das verstehe ich nicht. Ich weiß nicht, wieso Leute noch da sind, die das, was da passiert ist, supporten. Denn das ist ja eine bewusste Entscheidung. Leute, die sagen, das gefällt mir, was du sagst. Ich weiß nicht, wie man auch nur auf eine Aussage, die Red tätigt, auch nur positiv reagieren kann. Ich weiß es nicht. Achtet darauf, mit welchem Content ihr interagiert. Aber mein Standpunkt dazu ist, das ist so. Ich bin mir zu 100% bewusst, dass ich auf seinen Nacken des Todes Klicks und Geld mache. Bruder, jeder Klick auf eine Reaktion auf ein ApoRed-Video ist kein Geld für ApoRed, sondern für mich. Für die Cutter, für das Unternehmen, was ich hier mache, für alles. Da fließt kein verschissener Cent an den Allerinsolventesten. Und für mich ist der Punkt erreicht, und ich habe das gemacht, ihr könnt das Video nachsehen, nach dem Prank-Entschuldigungs-Eingeständniskram ist der Punkt für mich erreicht, Bruder, I don't give a fuck anymore. Was diese Charaktere angeht, ist mir egal. Ist mir vollkommen egal. Die haben meine Empathie, mein Mitgefühl nicht verdient. In keiner Form. Die haben es nicht verdient. Ich habe es gemacht. Mir wurde ins Gesicht gespuckt. Jedem, der es getan hat, wurde ins Gesicht gespuckt. Ich bin jetzt nur noch hier, um zu sagen, okay, dann macht ihn fertig. Let's go. Keinerlei Empathie für diese Menschen mehr. In keiner Form. In keiner Form. Scheiß auf ihn. Let's go. Wirklich. Stehe ich zu, mit allen Konsequenzen meines Handelns, zu 100.000%. Let's fucking go. Ich setze mich jetzt hier an die Seitenlinie und werde nicht mehr versuchen, empathisch mit irgendwem umzugehen, weil sie haben es nicht verdient. Weder einen Leon, den ich dazu holen muss, als auch ein, und das ist ganz besonders, ApoRed. Hat er nicht. Hat er nicht. Fuck him. Dankeschön. Klaut hat aus Spaß einen Schlag am Hamburger Hauptbahnhof vorgegeben hat, den er Jahre später immer noch lustig findet. Die spielen im Gericht ein Prank von mir ab. Digga, wisst ihr, wie schwierig ist es im Gericht, da nicht zu lachen? Ich bin einfach ein lustiger Typ. Das Video war einfach lustig. Digga, normal. Das war auch lustig. Digga, ich hab, ihr seid im Gericht. Und das spielt einfach der dreckige Richter ein lustiges Video von euch. Ein lustiger Bombenprank übrigens. Ah, der lustige Hase, ne? Lustiges Street-Prank-Video von euch ab. Und das Video ist einfach fucking lustig. Digga, wisst ihr, wie schwierig war das, mein Lachen zu unterdrücken? ApoRed erzählt auch aktuell, dass er drauf wartet, bis eine Straftat von 2017 verjährt ist, bevor er sie veröffentlicht. Ich hab Real-Life-Stories, ne? Die darf ich nicht erzählen, wenn ich die erzähle direkt so. Das ist das Ekliger. Ja. Dann wissen auch einige Bescheid, Digga. Das ist eklig, aber. Weißt du hier wirklich? Was habe ich gesagt? Und es fasst es sehr gut zusammen, ja? Das heilige Triumvirat der Leute, die sich daran erinnern müssen, zu atmen. Es ist nicht besser, in Worte zu fassen, Alter. Das war so berechtigt. Kann ich mal vielleicht irgendwann, wenn das verjährt. Also ich hab eine Story von 2017, ne? Ich warte, bis die verjährt ist. Da habe ich gewisse Grenzen überschritten, deswegen darf ich es nicht erzählen. Da muss ich warten, bis sie verjährt ist. Weißt du? Ja, das geht immer richtiger. Was ist das Krasseste, was du je gemacht hast, wo du sagst, Bruder, ich kann die krassesten Sachen nicht sagen, weil dann bin ich sofort interliefert. Sofort. Kein Spaß, ich bin sofort. Wenn du gerne mal in Hamburg bist, wir können dir erzählen, ein paar Storys, ne, mit meiner Familie so. Weiß nicht, um wie viele Jahre muss man warten? 5, 6, 7 Jahre, dann darf man, glaube ich, erzählen. Aber scheiß drauf, ich habe so auch schon, ne, alte Geschichten, Bruder. Richtig schlimm, Bruder, richtig schlimm.
Oder hier, guck mal, hier, siehst du, Narbe des Todes hier, weißt du, kann ich nicht erzählen von wo. Oder ich habe ja auch so eine Narbe, da bin ich mal auf dem Herd, weil als ich noch keinen Induktionsherd hatte, hatte ich hier so ein, Bruder, kann ich nicht erzählen, ich muss warten, bis die Versicherung, bis die Garantie abgelaufen ist von dem Herd. Aber das, ey, wenn das, wirklich brutal, Digga, brutal. Ey, wenn ich das erzählen würde, auch direkt so. Siehst du diese Fleischnarbe? Aha. Ja, sehe ich. Hast du zwei Uhren an? Ja, ich habe eine Apple Watch an, die meine ganzen Smartwatches hat, damit ich nicht die ganze Zeit mal an meinem Handy greifen muss. Und eine Holzkernuhr. Das ist eine Fleischnarbe. Ich konnte nicht zum Krankenhaus gehen. Oder harte Stories, Bruder. Ich kann aber nicht erzählen. Also wie man es von einem clean deutschen Bürger erwartet. Er droht mir öffentlich mit seinen Schlägerfreunden, zieht den Islam mit rein, hat ständig auf... Ich habe auch... der Trend geht tatsächlich zur dritten Uhr. Ich habe auch eine Uhr an meinem rechten Bein. Lage geschworen und dabei bewusst gelogen. Die Liste ist endlos lang. Ich hatte diesen Abschaum in 9 Videos komplett ausgeräuchert. Wen juckt das, ob der ein McDonald's getestet hat? Oder mal was Veganes probiert hat? Oder mit Leon ein Döner getestet hat? Oder ein Sketch mit ihm dreht? In Katar gevloggt hat oder Mois verteidigt hat? Versteht mich nicht falsch, ich mag hier alle Streamer. Aber Leute, da müssen wir mal an einem Strang ziehen und da meine ich... Verstehe ich. Auch die Zuschauer. Das geht so nicht, dass ich hier die Drecksarbeit für alle mache und 2 Tage später redet man wieder über seine Gardinen und seine Hasensprachbehinderung. Also ich verstehe das, ich verstehe das vollkommen tatsächlich. Ich weiß jetzt nur nicht, wie das im Umkehrschluss als Konsequenz ist. Also heißt das, keine Reaktion auf ApoRed selber, aber nur auf Videos, die über ApoRed reden? Und wenn das der Fall ist, gilt das dann mehr für Zuschauer und weniger für Reaction-Streamer? Weil dann wäre ja eigentlich so, Zuschauer, guckt euch bitte nicht mehr das Originalvideo von ApoRed an, sondern wartet auf euren Lieblings-Reaktions-Streamer, der das verarbeitet und ihn zerlegt. Ich verstehe den Punkt vollkommen. Ich bin da vollkommen, ich fühl das. Ich weiß, was damit gemeint ist im Kern. Nämlich, dass es irgendwo dann verwässert wird, wenn dieses ganze Negative abgeflacht ist. Aber wie geht man denn damit um? Vielleicht erklärt das auch noch. Let's go. Andersrum fand ich zum Beispiel die Kritik zu dem Training-Scheiß gut oder die Kritik bei dem Lasst Katar in Ruhe-Video. Diese Kritik hatte wenigstens Substanz. Lasst Katar in Ruhe. ApoRed hat ein Lasst Katar in Ruhe-Video gemacht? So auf Maestro-Basis oder was? Ich kann mich da gar nicht mehr dran erinnern, Digga. Du hast darauf reagiert? Hab ich? Okay, dann bin ich gottlos auf ihn drauf? Chat? Ich weiß es nicht. Ihr guckt die Videos, ich guck sie nicht. Bin ich gottlos auf ihn drauf? Ja, total. Bist du. Ah, Gott sei Dank. Besonders das Video von Rezo oder Tobias Hoch fand ich richtig stark. Und Tobias Hoch hat noch ein weiteres Video gemacht, was viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommen hat. Er konnte zeigen, jetzt pass auf Leute, dass sich ApoRed an Finanzierung beteiligt hat. ApoRed hat zum Spenden an einen Verein aufgerufen und laut eigener Aussage auch selber gespendet, um angeblich Brunnen und so weiter aufzubauen. Sichere Unterkunft, Krankenhausbau. Ich werde euch mal die Seite verlinken, ich habe da selber mal gespendet. Die sind auch sehr authentisch, haben sehr viele YouTube-Videos hier, ne? Lass mich kurz mal hier Werbung machen. Aber mit dem Geld wurde am Ende auch finanziert. Und der Verein wurde auch mittlerweile verboten. Was? Es ist erschreckend, dass ein ApoRed zu einem Zeitpunkt, wo hinlänglich bekannt war, dass Ansa international umstritten ist und Ansa schon lange nicht mehr gemeinnützig war. Denen wurde nämlich die Gemeinnützigkeit schon lange vor dem Video von ApoRed entzogen, dass er dafür geworben wird. Ich bin mal gespannt, was ApoRed dazu sagt, dass er für einen pro-touristischen Verein geworben hat und auch noch mit seinem Namen dafür wirkt, dass das Geld ankommt, wenn sich doch wenig später ganz offiziell herausgestellt hat. Und das war vorher eigentlich auch schon bekannt durch meine Informationen, die ich hinlänglich veröffentlicht habe, dass das Geld nicht bei den Menschen angekommen ist, in gewissen Teilen nicht Brunnen gebaut worden sind, die Menschen kein Essen bekommen haben, den Uiguren so nicht geholfen wurde, sondern dass das Geld am Ende in die Kasse von Al-Qaida gelandet ist und anderen Gruppierungen und damit dann Waffen gekauft worden sind und Menschen abgeschleppt, ermordet. Nun ja. Wenn das bewusst von ApoRed war, ist er wirklich der größte Abschaum, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Ansa? ApoRed hat auf Ansa? Warte mal, da muss ich ganz kurz mal hinterherhaken. Ansa International ist ein deutscher Verein, der angab, als Hilfsorganisation Menschen in Syrien, Somalia, Palästina und Afghanistan zu unterstützen. Er steht im Verdacht zur Finanzierung der palästinensischen Terrororganisation Hamas und islamistischer Gruppen im syrischen Bürgerkrieg zu dienen. Das deutsche Bundesinnenministerium, what the fuck,
hat verbot die Organisation und deren Terrororganisation deswegen am 5. Mai 2021. Und von wann ist das ApoRed-Video? Das heißt, das war 2017. Okay. Sorry, ich musste selber mal nachgucken. Nun ja. Wenn das bewusst von ApoRed war, ist er wirklich der größte Abschaum, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Wenn das unbewusst von ApoRed war, ist er der größte Vollidiot, weil der Verfassungsschutz schon seit 2015 vor dem Verein gewarnt hat und der... Presseverfassung, Hansa e.V., Hansa Düsseldorf, unter Vorwand der Solidarität mit in Krisenregionen lebenden Muslimen Spendensammeln auch im Internet für sich werben. Und der Verein beim Versuch, dagegen gerichtlich vorzugehen, auch verloren hat. Dazu gab es noch bundesweite Razzien, die durch die Medien gegangen sind. Alles noch vor der Spendenpromo von ApoRed. Da hätte eine einfache Google-Suche gereicht. Ja, ApoRed ist halt dämlich, Digga. Ich weiß jetzt nicht, ob man... Also ich weiß nicht, ob man ihm sagen kann, dass er Terror unterstützt. Aber er wird es indirekt gemacht haben, weil er einfach ein dämlicher Wichser ist. Also erstmal glaube ich, dass wir einvernehmlich zustimmen können, dass dieser cleane deutsche Bürger, dieser trottelige Milliardär in keiner Art und Weise jemals einen Verfassungsbericht oder einen Bericht des Verfassungsschutzes lesen würde. Und zweitens das ist einfach mega dumm. Also das ist mega fucking dumm. Also das ist wirklich heilige Scheiße. Hier. Ich versuche mich gerade zu erinnern, okay, wenn das unter dem Charity-Aspekt hat er denn überhaupt irgendwas mal für Charity gemacht? Super weird. Super fucking weird. Woher sollen wir das wissen? Keine Ahnung, woher soll ich das wissen? Das Genshin Impact Placement für den Insolvenzverwalter. ApoRed hat sich bis heute nicht dazu geäußert oder sich distanziert. Schaut euch das Tobias Hoch-Video am besten selber im Anschluss an. Link in der Beschreibung. Ich glaube, so eine grobe Überleitung hatte ich noch nie, aber machen wir nun weiter mit dem Container-Video. Was sind das für Leute, die sagen, Red, jetzt reicht's doch. Jetzt entschuldige dich auch mal dafür. Jetzt entschuldige dich auch mal dafür. Bla bla bla. Ne? Ich denke, das Hauptding ist einfach, dass Leute sagen, Red, du bist Brokey Mokey, aber machst du auf Richie Michi? Das geht gar nicht. Entschuldige mal dafür. Sprich mal Tacheles. Mach mal den realen Hasen. Mach mal den brutalen, aufrichtigen, entschuldigen, aufklärenden Hasen. Und das mache ich hier gerade. So wahr ich hier sitze, das mache ich. Das ist ja gar kein. Der Vorwurf ist schwach. Ich finde natürlich, dass es scheiße, diese Organisation Geld bekommen hat, aber ich denke nicht, dass er wusste, dass er eine Terrorgruppe supportet hat. Also ich habe schon mal wissentlich eine Terrorgruppe supportet und das war die letzte Generation. Und die kleben sich heute noch auf Bundesstraßen in ganz Deutschland. Aber um auf den Punkt mal zurückzukommen. Ich glaube auch nicht, dass er das bewusst gemacht hat, aber Glauben ist nun mal nicht Wissen und Unwissenheit ist zumal auch kein Schutzschild, besonders nicht in dem Punkt von ApoRed. ApoRed kann sich nun nicht, ist nun mal nicht mehr an dem Punkt, an dem man sich mit irgendwelchen, ich wusste das nicht, verteidigen kann. So, zumal wenn es ein Video gibt, was zumindest das als Vorwurf formuliert, kann man ja zumindest sagen, hä? Ist gar nicht so oder hä, ja, ist doch so, scheiße, ist scheiße gelaufen, weißt du, passiert. Wusste ich nicht, habe ich nicht gewusst, hätte man ja irgendwie einen Kommentar zu machen können. Da das alles aber nicht passiert ist, ist schon sass, Alter. Es ist schon sehr sass. Besonders in Verbindung mit dem letzten Sprachausschnitt, den wir mit künstlicher Intelligenz aufgearbeitet haben im letzten Video und dem komischen Steinfokus, wenn ihr versteht, was ich meine. Ist alles so ein bisschen sass. Hinterlässt ein Geschmäckle. Möchte ich sagen. Problem. Aber sag ich euch ganz ehrlich, wie es ist, Freunde. Da habe ich euch eigentlich nichts Falsches gesagt. Also halten wir fest, ApoRed behauptet nie was vorgespielt zu haben und betont nochmal, dass er hier real und ehrlich ist. Ist halt komisch, wenn die ganzen Uhren nachgewiesenermaßen fake oder von Freunden waren, sein Auto kein Nummernschild hatte, er das aber zensiert hat, er behauptet 5 Wagen zu besitzen, komischerweise sitzt er nur auf dem Beifahrersitz, in einem Mietwagen von Miles oder in einem Opel, der übrigens, das weiß ich mittlerweile, auch nur ausgeliehen war von seinem Umfeld. Sein 2 Millionen Euro Penthouse war einfach eine WG im ersten Stockwerk, seine anderen Wohnungen und Häuser wurden auch nur relativ günstig gemietet. Im Internet hat er sich aber gezielt die Fanfrage rausgesucht, was seine Häuser kosten, um dann irgendwelche ausgedachten Preise vorzutragen. Also wenn er hier jetzt wieder behauptet, dass er nie was vorgespielt hätte, dann ist das ja wieder gelogen. Und wenn er sagt, dass er hier ehrlich ist, ist es ja auch nochmal gelogen. Und ja, ich checke, dass ApoRed hier mit einer trolligeren Art Reactions provozieren wollte. Mit dem Altkleidercontainer, Einkaufswagen und dem Miles-Auto. Lustig, haben wir alle gelacht, Prinz Puma. Inhaltlich meint er den Scheiß, den er labert, trotzdem ernst. Er will bloß ironischer rüberkommen, so nach dem Motto, ich spiele hier eine Rolle, aber im Endeffekt haben wir alle schon in meinen anderen Videos gesehen, was für Filme der Typ schiebt. Viele Goofies, die erzählen so viel Müll in den Videos. Ich selber, ich schaue die Videos ja gar nicht. Also denk nicht, ich bin da. Ja, genau, er schaut die nicht. Genau. Also ApoRed schaut die Videos gar nicht.
Ich schaue mir jetzt irgendwelche Reaktionen oder irgendwie Videos rein und so. Ja, klar. Mach ich gar nicht. Er guckt angeblich nicht die Videos. Genau. Gar nicht, Digga. Gar nicht. Er hat aber alle meine Videos teilweise mehrfach gemeldet, mit genauen Zeitangaben und das Ganze mit seinem Namen unterschrieben. Der polygame Puma mit Berührungsängsten guckt sich alles an, aber erzählt immer, dass er die Sachen nicht gesehen hat, damit er nicht drauf eingehen braucht. Es gibt halt eine Sache, wofür ich mich entschuldigen muss. Und ganz aufrichtig. Ich entschuldige mich jetzt hier an alle meine Zuschauer und treuen Hasen, dass ich überhaupt diesen Goofies überhaupt irgendeine Aufmerksamkeit geschenkt habe. Sei es im Sinne von, dass ich die Leute getrollt habe, sei es darauf, dass ich irgendwie ernst auf die eingegangen bin, Retox gemacht habe, etc. Das war von Anfang an, bin ich eigentlich ein Fehler, dass ich mich auch teilweise irgendwie auf deren Schiene begeben habe, dass ich dann auch irgendwelche Sachen über die herausfinden wollte, sowas auch immer. Mich jucken eigentlich diese Leute gar nicht. Heißt übersetzt, er hat versucht, er wollte was? Sachen über mich oder andere Kritiker herauszufinden, hat es aber nicht hingekriegt. Glückwunsch! Das ist auch so ein typisches ApoRed-Verhalten. Er versucht etwas zu finden, um doch wieder von sich abzulenken, anstatt sich selber gerade zu machen. Und das Lächerlichste daran ist, dass er Sachen über Leute rausfinden will, von denen er sich angeblich nicht mal die Videos anschaut. In welcher Welt ergibt das denn Sinn? Weiter sagt er, dass man die Videos offline nehmen soll. Am besten auf Correct, Digga, kann ich nur nett drum bitten. Ganz nett drum bitten. Nimm doch mal einfach am besten alles offline, jetzt bezüglich dieser Themen, ne, die jetzt so angesprochen werden. Nö. Und ignoriert das Ganze auch einfach, ne, also auch an alle Zuschauer da, an alle Reaktionäre und was auch immer. Lass das einfach, das ist doch wirklich Kindergarten. Das sagt er, obwohl ich beweisen konnte, dass er diese Entschuldigungsvideos von mir haben wollte. Und wollte auch noch nicht beenden, weil ich wollte jetzt extra zu diesen ganzen Punkten, die ich ja absichtlich reingeklatscht habe, damit wir noch ein paar mehr Entschuldigungsvideos haben von Mimi, wollte ich jetzt nochmal schön... Legendär, dieses Video übrigens. Also das ist wirklich legendär. Weil das, dass er so seelenlos in die an der Kamera vorbeiguckt, um die Notizen von dem Genshin Impact Placement vorzulesen, das war legendär. Also wirklich, das war wirklich, ach du Scheiße, Digga. Also das war wirklich unangenehm. Also auf einem Maße, das war wirklich unangenehm. Ich muss auch sagen, das war das härteste Mimi-Video bis jetzt. Das war das härteste Mimi-Video. Da kam ja alles auf einmal. Da kamen die Kontoauszüge, der Personalausweis, dieses Genshin Impact-Ding. Da kam auch alles auf einmal. Das war so unangenehm. Oh mein Gott. Predikten so ein bisschen, was er sagen wird. Ah, das wird böse. Das wird böse. Ja. Plus, was auch dahinter steckt. Das passt doch auch nicht richtig zusammen. Und da stellt sich nebenbei auch die Frage, was denn jetzt nun seine Predictions damals waren. Er wollte mich doch hops nehmen, oder nicht? Wie sieht's aus, Prinz Puma? Leon, was hast du mal wieder verkackt? Ich habe sogar auf ganz entspanntes 15 Videos produziert jetzt in der Zwischenzeit. Ich war 3 Wochen krank, aber ich habe trotzdem jetzt davor und danach, jetzt auch in den letzten Tagen, ganz viele Videos für euch produziert. Da kommt richtig knackiger Stuff. 15? Ab dem 1. November zum Beispiel. Da könnt ihr euch mal gut freuen. By the way, die angeblich 15 vorgedrehten Videos sind irgendwie auch nie erschienen. Nicht mal, wenn man die von Leon dazu rechnet. Oder auch die wieder offline genommen wurden. Dabei sagt er doch immer, dass er ein Macher ist. Ja, ein Macher in Ankündigungen. Neuigkeiten, Freunde. Ab heute official jeden Tag Videos. Jeden Tag auf dem ApoAD-Channel, okay? Klar kann mal sein, dass man mal verkackt hat. Bein gebrochen, krank geworden, Katar, die Schnauze gefallen, ein Schnittprogramm abgeschnitzt, bla bla. Ihr wisst, was ich meine. Ich habe schon einige Videos vorbereitet. 10 Stück habe ich noch auf Petto oder so. Aber wie gesagt, ich bin jeden Tag dran, Digga. Ich bin am Start. Und wenn alles gut läuft, Daily Upload, Freunde. Das heißt, morgen wieder und übermorgen. Let's go. Nach dieser Instagram-Story kam halt 3 Tage später nur ein Video. Wahrscheinlich hat er sich bis heute immer wieder sein Bein gebrochen. Bei den freshen Moves ganze Zeit kann das schon mal passieren. Aber wie dem auch sei, in meinem letzten Video hatte ich ja erwähnt, dass ApoRed ein paar Tage in Japan war. Das war Mitte November 2022. Was macht natürlich der Macher der Ankündigungen? Er macht natürlich Ankündigungen. Ende November 2022. Ehre. 20 kündigt er 7 Japan-Vlogs an, die nie gekommen sind. Digga, Leute, ich kann spoilern. Ich habe, schreibt euch an, 7 Videos aus Japan. 7 Videos auf Leckerli, Freunde. Vertraut mir, das kommt sehr, sehr gefährlich. Paar Tage später. Ich war in Tokio, wie ihr mitbekommen habt, ne? Für 11 Tage oder so. Ich habe 7 Videos gedreht. Digga, das ist High Quality Content auf YouTube. Nicht dieses billige Reaction hier, Reaction da, Monte Nachmacher gefühlt. Digga, das ist High. Quality Shit. Geilste Unterhaltung, Freunde, okay? Über ein halbes Jahr später dann. Warum keine Videos? So, wenn ich keinen Bock drauf habe, mach ich es einfach gar nicht. Aber ich habe aktuell so ein bisschen Bock. Ich habe 2 Videos vorgedreht, jetzt hier in Istanbul. Ich habe noch 1-2 Vlogs aus Japan, die kommen dann auch bald online. Bis heute ist nichts davon gekommen. Warum sagt man sowas? Ich habe, glaube ich, noch 7 Videos. Ich habe noch 2 Videos und ein paar Japan-Videos. Und dann, hä?
Die zwei Vlogs aus Japan, die zuerst 7 waren, noch die zwei Vlogs aus Istanbul, die er hier angekündigt hat. Apropos Istanbul, im April 2023 hat er eine Roomtour von dort aus angekündigt. Weißt du, viele von euch denken sich, Digi, wo steckst du, wo warst du, was machst du, etc. Das können wir im nächsten Video klären. Ich mache jetzt die Tage noch ein weiteres... Lasst Mäus in Ruhe. Mäus? Video, wenn ihr Bock habt, okay, zeige ich mal ein bisschen Roomtour, Wohnungstour, etc. Ich habe gerade den ausländischen Hasen wieder aktiviert aus so den geschäftlichen Urlaubsgründen. Die ist übrigens auch nie erschienen. Das scheint aber normal bei seinen Roomtour-Ankündigungen zu sein. 4 Zimmer, ja, wir haben 4 Zimmer. Zimmer Nummer 1. 2 Zimmer zeige ich nicht, zeige ich dann in 2 Wochen, wenn wir alles ready haben. Wie gesagt, ihr werdet alles in 2 Wochen sehen. Das wird auf jeden Fall am Start sein in etwa 2 Wochen. Ich habe euch fast alles gezeigt in etwa 2 Wochen, habt ihr ein vollständiges Update. Wann sind eigentlich endlich die 2 Wochen rum? Und warum kriege ich langsam das Gefühl, dass ApoRed noch nie sein Wort gehalten hat? Freunde, der Schrank wird zusammengebaut und es wird höchstwahrscheinlich eine Roomtour kommen. Noch diese Woche Sonntag. Lasst ein Like da, wenn ihr Sonntag die Roomtour sehen wollt. Lasst ein Like da, wenn ihr unbedingt Sonntag die Roomtour sehen wollt. In den letzten 3 Jahren gab es scheinbar keinen Sonntag. Ey, ich glaube, ich weiß warum. Every day Saturday. Oh Gott. Every day Saturday. Oh mein Gott, war das cringe. War das cringe. Ich wollte euch auf jeden Fall nach mitnehmen. Preisgestaltung von bei dem, was ich alles vorhabe, im Laufe der nächsten Vlogs. Ich wollte euch da, wie gesagt, jeweils mitnehmen, ungefähre Preise dann geben. Na, vielleicht wird es auch für viele von euch interessant. Ich halte euch da auf den Laufenden, ich werde das mal ab und an in den Vlogs dazu integrieren. Da wurde natürlich nichts dazu integriert. Aber mit Integration hat das ja sowieso nicht so. Kommt dann noch ein Room, wenn alles fertig ist. Ja, ich überlege, ob ich dann direkt eine Wohnungstour mache oder... ein Video extra nur für den Raum, weil es wird echt atemberaubend, wenn es fertig ist. Ja, hoffentlich ist mein Asthma-Spray in 10 Jahren noch haltbar. Dann hat er noch gemeint, wie er in einem Penthouse in Dubai chillt und demnächst eine Roomtour macht. Also ich bin seit ein paar Monaten in Dubai, okay? Und ich chill hier, Freunde, an dem Water, vermontiert, brutalste Penthouse da, kommt dabei wahrscheinlich auch noch eine kleine Roomtour. Und da kam natürlich auch nie was. Ein paar Tage später war er dann auch wieder in Istanbul und kurz darauf wieder in Deutschland. Und by the way, es hätte übrigens auch nichts kommen können, denn wir können uns das Penthouse ja mal angucken. Dazu spulen wir zurück zum Anfang, wo die Kamera nicht auf Red fokussiert, sondern den Hintergrund. Dort sieht man folgende gespiegelte Buchstaben. Hm. Oh mein Gott, no fucking way, don't on, Alter. Was könnte da stehen? Ich meine, klar, als erstes denkt man da sofort an Haushaltschemikalien-Schrank-Tür-Knauf. Aber dann muss ich euch enttäuschen, das wäre auch viel zu naheliegend. In Wahrheit handelt es sich hier um das japanische Kaizen, was in Dubai dieses Gebäude ist. Da das quasi gegenüber von ApoRed sein muss, kommen wir darauf, dass sich ApoRed in diesem durchaus stylischen Haus befindet. Und dadurch, dass diese Streben wie eine Rutsche geformt sind und nicht wie ein Dach, wissen wir, dass er irgendwo in der unteren Hälfte sein muss. Und wenn wir diese Kacheln hier zählen und abgleichen, merken wir, dass er irgendwo in der untersten Etage von den 19 Stockwerken ist. Und von... Oh, was? Der Spiegelung her ist er nicht mal auf der Wasserseite, sondern auf der Straßenseite. Weiß ich jetzt nicht, ob ich mich da so heftig fühlen würde. ApoRed ist so der Type of Guy, der sich krass fühlt mit dem Mercedes-Benz. Also dem Eau de Toilette für den Zwambo. Aber zurück... Weißt du, was das Geilste ist? Das ist wirklich das Tollste bei solchen Leuten. Die sind so darauf fokussiert, vorzugeben, dass sie reich sind und dir sagen, wie heftig sie sind, dass der eklatanteste Diss der ist, ihnen zu sagen, dass sie es doch nicht sind. Das ist wundervoll. Ich glaube, es war nie einfacher. Es gibt, glaube ich, wenige Leute, die man so einfach hops nehmen kann. Also wirklich, wenn dir jemand auf Krampf zeigen will, wie reich er ist, ist der heftigste Diss für die, ja, du bist ja gar nicht reich. Cringe. Und dann ist vorbei. Und dann verlieren die ihren Shit. Dann werfen die ihr teures Parfüm in die Wand. So, dann ihren Leasingwagen. Der wird dann einfach mal getreten. Das ist also wirklich irre. Zu seinen leeren Ankündigungen. Was ist eigentlich mit den geplanten Neubau-Wohnblöcken? Mein Plan ist, dass ich jetzt irgendwo ein Grundstück kaufen wollte. Ja, ich wollte jetzt irgendwo ein Grundstück kaufen, ein relativ größeres Grundstück, wo jetzt nicht irgendwie nur ein, zwei Häuser reinpassen, sondern halt auch ordentlich was reinpasst. Und da wollte ich ein paar Neubau-Wohnblöcke bauen. Ja, und stattdessen hast du lieber wieder nur Scheiße gebaut. Glückwunsch! Oder was ist eigentlich mit dem 10 Kilogramm in 30 Tagen abnehmen? 10 Kilo versuche ich innerhalb von 30 Days abzutaken. 10 Kilo in 30, also in 30 Tagen abnehmen. Ich denke, es ist sehr interessant. Dann kann ich euch zeigen, so vielleicht, was ich noch... Wer redet so? 10 Kilo in 30 Days abzutaken? Da redet doch, so redet doch niemand. Abzutaken? Ich meine, come on. Ich verstehe ja, dass sich Sprache weiterentwickelt, ne? Und ich bin ja auch im Denglisch so ein bisschen drin. Aber abzutaken? Come on. Werde ich einen Monat versuchen, sehe ich auch. Da kam natürlich auch nichts. Oder die angekündigten Klagen gegen Carina oder mich oder auch gegen die TikTok-Mädels. Alles immer nur heiße Luft von unserem clean deutschen Questmaster. Er hat auch angekündigt, dass er als erster deutscher Influencer 10 Millionen Follower auf TikTok knacken wird. Wisst ihr was? Lass TikTok die ganzen 10 nochmal so einfach auseinandernehmen. 10 Leute, wir machen die nicht 1 Million, nicht 2 Millionen, nicht 3, nicht 4, nicht 5. Nicht 6. Nicht 6. Krass, er kann zählen. Das ist schon mal mehr, als ich erwartet habe. Nicht 7? Nicht 7. Nicht 8? Krass.
Nicht 8, nicht 9. 10 Millionen, Freunde. Wir müssen es schaffen. 10 Millionen, die ersten auf TikTok Germany. Ich bin mir sicher, wir schaffen das. Wir schaffen das. Wir kriegen das hin. Ja. Ich habe bisher noch nicht den Anlauf so, ich habe gerade nicht so den Anlauf, ich habe auch keinen Ansprung so genommen. Aber wenn, dann werden wir es alle merken, Freunde. Hat das denn geschafft? Und dann machen wir zusammen die 10 Millionen auf TikTok voll. Bis 10 Millionen ist es noch ein weiter Weg. Cringe. Wunder, dass man da seit über einem Jahr Anlauf nimmt. Und apropos TikTok, scheinbar kann man sich bei ihm auch als Moderator bewerben, indem man ihm Geschenke, also Donations macht. Mimi, ich wollte dir nur mal ganz kurz sagen, dass ich Apo Radley und Mashiach Simon Desu die ganze Zeit auf meiner scheiß TikTok für you habe. Und gerade habe ich wieder Apo Red alleine nur. Und der will jetzt Geschenke für Mods haben. Also der sagt, ja, wer will Mod werden. Und ja, dafür sagt er halt, ja, schenk mir was. Ich habe jetzt leider keine So sind auch alle bei mir Mod geworden. Tatsächlich. Dieser ganze Streaming-Raum ist so ausgestattet worden. Ne? Aufnahme davon, dafür habe ich aber eine Aufnahme davon, dass er seinen Top-Supporter verspricht, sie damit zu pushen, dass er ihnen zurückfolgt. Er sagt also indirekt, es lohnt sich. Ich folge dir zurück. Oh mein Gott, einfach. Ordentlich zu donaten, denn ApoRed ist ja bald der größte. Was muss ich dafür schenken? Das ist ja das Geile daran. Ich sag es einfach nicht und warte darauf, dass das Geschenk hoch genug ist, um dann einfach jemanden zu modden. Und wenn's richtig krass wird, dann follow for follow. Follow for follow. Richtig krass. TikToker. Und dann kann euch jeder in seiner Follower-Liste sehen, als würde das jemanden jucken. Hey, ja, krass. Patronus, Adrian, Luca PTV, Heisam, Ehre an alle Freunde. Wir machen das. 80 Sekunden. Hey, 80 Sekunden. Ich kläre noch, dass ihr die Top-Supporter pushen. Wir haben es zwar nicht gesagt, aber ich kläre das. Ne? Und ich habe einen Follower da gelassen, ne? An Luca und Patronus. Wort. Dingens, ich werde doch demnächst bald meine Follower-Liste öffentlich machen. Die ist gerade noch nicht, die ist gerade nicht öffentlich, aber sie wird demnächst öffentlich, okay? Macht euch mal gar keine Sorgen, okay? Und ihr wisst, ne? Was sind das für Leute? Ich versuche die ganze Zeit zu verstehen. Das müssen auch irgendwelche 12-Jährigen sein oder 10-Jährigen. Die müssen doch gerade von Hogwarts ihren Einschulungsbrief bekommen haben, kaum ihren Zauberhut aufgesetzt, damit sie in ihr Hufflepuff-Häuschen reinkommen. Und dann sind sie auf Krampf bei ApoRed im TikTok-Stream und freuen sich gestört darüber, dass sie fucking von ihnen gefolgt werden. Was sind das denn? Was sind das für Leute? Das sind ja komplette, also wirklich, Alter. Ich bin bald der Größte auf Twitch. TikTok. Ihr wisst, Account frisch, 111.000. Wir sind auf dem schnellen Weg auf 1 Million und vertraut mir. Bald 3-4 Millionen auf easy. Ihr wisst es, Leute. Apo AED wurde schon milliardenfach auf TikTok gesehen. Milliardenfach, nicht millionenfach, milliardenfach. Na, vergiss das nicht, Freunde. Ja, halt einfach die Fresse. Und apropos... Pomonte. Wie ich schon im letzten Video gezeigt habe, hat ApoRed da auch Sachen angekündigt, aber eingehalten wurde nichts. Red hat immer gesagt, ich kläre das auf, ich stelle das klar, ich liefere Beweise. Und am Ende, bis jetzt, es kam immer nur Schwanni. Selbst mir hat Red gesagt, ich soll abwarten. Im Dezember klärt er alles auf. Jetzt haben wir Mitte des Jahres, 6 Monate später, ist nichts passiert. Kann sein, dass noch was kommt, gehe ich aber nicht von aus. Nochmal zum Verständnis, der Clip ist vom Juni 2023. Monte hat damit nicht den Dezember jetzt gemeint, sondern den Dezember letztes Jahr, 2022. Bei Malik, ApoReds ehemaligen Nachbarn in der Türkei, gab es scheinbar auch nur leere Versprechen. Er war echt ein Cooler. Hab ihn echt gemocht, Walla. Hab ihn wirklich gemocht, Chip. Wir haben auch so Pläne gemacht. Wir haben so krasse Pläne gehabt, Chip, dass wir bald so eine Streaming-WG haben werden in der Türkei und so, ne? Klar. Wir wollten alles zusammen so... Streaming-GW. Zusammen das Geld splitten und einfach zusammen was mieten, dort Videos machen, so wie kellermäßig, aber auf Halal. Auf Halal? Und ApoRed hat sogar vorgeschlagen und gesagt, wir machen dort sogar einen Gebetsraum und so, das wäre richtig cool und so, ne? Bruder, ein Streaming-WG ohne Gebetszimmer? Ich weiß ja nicht. Überhaupt in Erwägung, das ist doch Standard. Also, nicht, dass wir ihn gezwungen haben, das zu machen, es war sogar sein Vorschlag, dass wir die WG machen. Ich schwöre bei Gott. Er hat gesagt, lass... Immer wichtig bei Gott schwören. Ah, oh, ich... Weißt du, ich weiß gar nicht, wie ich mit Leuten umgehen soll, die nicht auf Gott schwören. Das machen mit dem Stream so, lass uns da ein Streaminghaus machen. Wir streamen dort, wir wohnen da ab und zu mal, wir schlafen, wir beten dort. Alles Mögliche. Dann ist es einfach ein Stundenchat. Keine Ahnung, Mann. Hat mich echt traurig gemacht, muss ich wirklich sagen, Bro. Das hat mich echt sad gemacht. Ich weiß nicht. Er war echt cool. Deutschland hat ihn verändert, Bro. Deutschland hat ihn verändert. Ja, genau. Deutschland hat ihn verändert. In der Türkei hat er noch gebetet. Deutschland hat ihn verändert. Deutschland ist schuld. Nach allem, was ApoRed abgezogen hat, wäre das natürlich auch meine Schlussfolgerung. Naja, wie dem auch sei. Was Ankündigungen angeht, könnte ich hier wirklich noch ewig fortfahren.
Aber das ist nur mein Fünftwagen, der wird jetzt erstmal 3 Jahre lang auf Carbon umgesneakt. Der Insi-Modus, ne? Wissen wir, eine Versicherung, fünfstelliger Hase. Es ist jetzt keine Geschichte, wo ich sage, jetzt bin ich voll stuck und ich bin voll am Arsch, ich bin ruiniert, alles cool. Ne? Da haben wir schon mittlerweile herausgefunden, die Versicherung hat aufgrund ein bisschen, ihr wisst ja, obwohl die ein bisschen verpeilt, hier ein bisschen Bürokratie, ein bisschen verpeilt, warum hat sie den Insi-Modus eingeleitet? Alles cool, alles Chico. Jetzt ist aber das Problem, wo sich jetzt viele denken, aber Dicker, warum bist du noch immer drin? Wenn das jetzt so easy peasy für dich ist, dann pay das doch und der Hase ist gelaufen. Da kann ich ganz easy sagen, Freunde. Das liegt aber daran, dass hier so ein paar Verkalkulationen am Start sind. Das ist halt ganz normal, wenn man mit so mega hohen Summen hantiert. Das ist jetzt schon die dritte Story, die er zu der Insolvenz erzählt hat. Zuerst meinte er, dass er absichtlich in die Insolvenz ist, um Steuern zu hinterziehen, was nachweislich gelogen war, weil er keine Restschuldbefreiung nach 3 Jahren bekommt und somit gar keinen Vorteil von der Insolvenz hat. Dann meinte er, die Insolvenz wurde einfach eröffnet, weil der AOK-Brief mit der Zahlungsaufforderung angeblich nicht bei ihm angekommen sei, als er in der Türkei war. Und aber die AOK hat doch gar nicht die Insolvenz eröffnet, sondern das Finanzamt, oder haben wir das nicht schon gelernt? Er im Vorfeld vergessen hätte, die Lastschrift auf sein neu eröffnetes Konto zu übertragen, was auch nachweislich alles Quatsch war, weil er das Konto schon über ein halbes Jahr vor der Türkei gewechselt hat und in der Zeit auch die Mahnbriefe gekommen sein müssen. Plus, er hat anfangs die AOK-Zahlung manuell ausgeführt, er wusste also, dass keine Lastschrift besteht. Und außerdem hat er genau diese Zahlung wahrscheinlich sogar aufgrund eines angekommenen Mahnbriefs gemacht, sonst wäre der Betrag ja nicht so hoch. Kein Mensch zahlt im Monat über 2400 Euro AOK-Versicherung. Das war wahrscheinlich die Summe aus den ganzen versäumten Zahlungen. Jedenfalls sagt er jetzt als neue Begründung einfach nur schwammig, dass er selber den Bürokratiekram verpeilt hat und es Verkalkulationen gab. Komisch, bei der zweiten Story hat er schon gesagt, dass er uns jetzt die Wahrheit sagt. Jetzt hau ich die reale Story zu dem Insi-Modus raus. Das ist die ganze Situation. Das ist quasi der reale Insi-Modus. Der erfindet einfach immer wieder neue Geschichten und sagt dann, dass das jetzt die ganze Wahrheit ist. Und auch die dritte Story. Ich glaube, ApoRed ist eins der kritischsten Beispiele, warum man junge Leute nicht sofort auf Social Media, YouTube und allen möglichen Influencer-Scheiß loslassen sollte, sondern die erstmal in Ausbildung bringen, ein paar Jahre arbeiten lassen sollte, weil das geht nicht gut. Das geht nicht gut. Nur für den Fall, dass es passieren könnte. In dem einen oder anderen Fall, so auf dener Basis, kann das ja gut ausgehen, ne? Aber für in diesem Fall, was wäre wohl passiert, wenn ApoRed eine Einzelhandelslehre gemacht hätte und irgendwie drei, vier Jahre da gearbeitet hätte und dann seine Social-Media-Karriere begonnen hätte. Ob der dann auch noch so wenig Tinte auf dem Füller hätte, weiß ich nicht. Vielleicht wäre da was anderes geworden. Vielleicht, er wäre auf jeden Fall kein Millionär, das stimmt. Das stimmt. Aber ich bin mir nicht sicher, das ist eine reine Spekulation. Ha? Story ist absolut unschlüssig. Ich sag euch ganz ehrlich, wie es ist, Freunde. Der Insi-Berater von mir zum Beispiel, ne? Ganz korrekter Typ, ganz lieber Typ, ne? Der weiß doch Bescheid, Freunde, der weiß doch Bescheid, Abo, RED. Einzelhandel, der kommt doch aus einer Akademikerfamilie. Oder der kann auch Akademikern Schuhe verkaufen oder in einem Aldi arbeiten oder in einem Lidl oder in irgendeinem anderen H&M oder so. Das ist. Hä? Range Rover am Start, der weiß auch vom Lambo Bescheid, der weiß auch von dicken Firmenanteilen Bescheid. Millionen von Wert, also wir reden ja von nicht auch hier 1-2 Millionen, wir reden ja von ganz anderen Summen, der weiß ganz genau Bescheid. Glaubst du wirklich, er hat die Probezeit überstanden? Ja, ich meine, wir sind jetzt, besteht ApoRed ja kaum noch mehr. Kommen mehr ein Logiktest, ne? Jetzt besteht ja, also da wird ja nichts mehr bestanden. Aber ich meine, zu der Anfangszeit, als der aus der Schule raus ist, aus seiner Akademikerfamilie, da hätte er sicherlich noch die ein oder andere Probezeit, hätte er bestimmt geschafft. Dem Rettling wird hier ein Drittel von der Firma, hier und da ein bisschen was und da und da. Also, der weiß Bescheid, dem Hase geht's gut. Und ich sag euch ganz ehrlich, wie es ist. Digga, der weiß, ich bin Millionär. Ich weiß, ich bin Millionär. Das ist aber Fakt. Wenn der Insolvenzberater das wüsste und das stimmen würde, dann wäre die Insolvenz gar nicht eröffnet worden, beziehungsweise würde die auch schon längst nicht mehr laufen. Tatsache ist aber, dass das Insolvenzverfahren immer noch läuft, obwohl der Macher der Ankündigungen schon zigfach davon geredet hat, dass es nur eine Kleinigkeit ist, beziehungsweise der Insi-Modus demnächst deaktiviert wird. Schon am 15.06.22 hat er zu Unge gesagt, dass es nur eine kleine Sache ist und sich demnächst klärt. Was ist denn jetzt das Problem? Also du hast jetzt dieses Insolvenzverfahren da, durch dieses, wo du gesagt hast, hier wegen Bank gewechselt und dann ein paar Briefe versneakt. Was richtig. Ist denn jetzt das Problem? Also weißt du, was auf dich zukommt deswegen? Also gibt es da irgendwie Stress jetzt oder was? Weißt du schon was? Nein, alles nicht spannend. Natürlich alles nicht spannend. Weil ich habe ehrlich gesagt... Das war einfach nur ein bisschen verdusselt, ein bisschen Türkei-Stepper gemacht, ein bisschen vercheckt hier. Ne? Postbank gewechselt, alles schon verkackt. Hallo, die. Ist keine große Geschichte. 4 Monate später erzählt er, dass der Insi-Modus demnächst deaktiviert wird. Da kann mal hier und da mal eine Verkalkulation kommen. Also die werden gerade Grase gerückt. Und dann sieht es wahrscheinlich so aus, dass der Insi-Modus deaktiviert wird und ein anderer Modus aktiviert wird. Einen Monat danach erwähnt er nochmal, dass der Insi-Modus demnächst deaktiviert wird. Schule, ich bin ehrlich, Schule war schon, also die letzten Jahre war schon echt Horror für mich, ich bin ehrlich. Also Schule... Hä? Warum redet denn 2022 von Schule? Egal, das waren so die letzten
also die letzten Zeiten, wo es mir wirklich scheiße ging, Schule, Freunde, erinnere mich bloß nicht, ich hatte so viel Stress, ne, mit Lehrer hier, da, dort, ne, der eine wollte mir das Leben zur Hölle machen und was auch immer, ne. ABK meinte, Digga, das war so, also ABK meinte, das war so eine geile Story, die musst du mal auf YouTube erzählen. Und ich meinte auch, die werde ich wahrscheinlich auf YouTube erzählen, wenn ich den Insibus deaktiviere, was ja gerade quasi in der Mache gerade ist. Ach du Scheiße, Alter. Da werde ich auf jeden Fall die Story mal erzählen. Das ist auf jeden Fall eine sehr interessante Story. 2 Monate später kündigt unser Triple Puma im Januar 2023. Triple Puma. Sich wieder an, dass er demnächst raus aus dem Insi-Modus ist. Modula, pass auf mit Ansage, okay? Mit Ansage, du weißt gerade Insi-Modus, weil Verkalkulation von gewissen Leuten, ne? Bald raus und dann zeige ich die Multimillionärus, ne? Weil du weißt, Leute machen so dieses Scheiße-Labern um mich, viel Scheiße-Labern. Also man muss mal sagen, ich weiß, ApoRed schon ganz schön hängengebliebener, ne? Aber hier Barilla, der Nudelkopf daneben, der spielt auf einem anderen Niveau nochmal, ne? So, weiß ich nicht. Wenn der mal wieder mit Arafat Abu-Chaka und seinem Cowboy-Hut im TikTok-Stream ist, was ich damit sagen will, ich weiß nicht, wer sich hier unterbietet. Also wirklich nicht. Ich weiß nicht, wer sich hier unterbietet. Ich mach alles sauber. By the way, interessant, hier schiebt ApoRed die Schuld am Insi-Modus wieder auf andere. Nicht er hat sich verkalkuliert, sondern andere. 5 Monate danach kündigt er dann schon wieder das Ende des Insi-Modus an. So Quatsch, was die Leute erzählen. Deswegen, ihr braucht da gar nicht auf diese Leute. Vielleicht dauert das einfach nur, vielleicht Behördenwege und so. Wisst ihr, wie es ist? Insi, wenn sie zum Beispiel mit der Linksuche deaktiviert, dann kommt doch bald auch ein geiles Update-Video, warum der Hase im generell so richtig am Start und so lange angehalten. Der geilste Freund an ApoRed ist, Bruder, warum trägst du eigentlich den ganzen Tag nur deinen Blechschmuck? Ich dachte, dein Vater ist Akademiker und nicht Schrottplatzbesitzer. Was ist mit dir? Hä? Eine Woche später dann? Kann das sein, der chillt hier around the world. Ich dachte, Brokey-Monkey, ich hab von Anfang an gesagt, das kennt. Jetzt so langsam checkt man. Aber offiziell demnächst Insi-Modus auch deaktiviert. Alles geklärt, Gott sei Dank. Ich werde auch bald ein separates Video dazu machen. ETC, PPP. Und einen Monat später kündigt er wieder das Ende des Insi-Modus an. Das Ding ist, ich sag, es ist sowieso, wenn ich mache bald sowieso das Video, Insi-Modus wird sowieso bald deaktiviert. Ja? Warte mal. Ist das Ahmed da oben, die Vollpfeife? Ach du Scheiße. Bruder, das ist ja... Die Flachzange habe ich aber auch lange nicht gesehen, ey. Ach du meine Güte. Ahmed, Digga. Also wirklich, da ist ja... einfach internationale Kompetenzteam auf TikTok. Ja, jetzt schon mal spoilern. Und da kommt auch bald ein knackiges Video dazu. Wann kommt ein YouTube-Video? Sonntag kommt höchstwahrscheinlich ein Video. Das wird sehr, sehr interessant. Das ist wieder so, ich setze mich hin und talk und wird sehr interessant. Weißt du, das hier zu machen ist, und dann irgendwie davon auszugehen, okay, da ist ApoRed irgendwie dabei, aber da sind noch andere 2 Leute dabei. Das ist so, als würdest du eine kaputte Glühbirne mit einer anderen kaputten Glühbirne austauschen. Weißt du, es ist so, okay, ApoRed ist in dem TikTok. Vielleicht ist da irgendwer anders sympathisch dabei. Du drehst eine kaputte Glühbirne aus deiner fucking Lampe und drehst eine andere kaputte Glühbirne rein. Das ist wirklich das. Du kannst die alle TikTok-Videos sind genau derselbe Scheiß. Ne, du guckst da rein und denkst dir, Alter, Digga, was ist da denn los? Ich kann nicht spoilern, aber ich weiß, dass wir noch so irgendwelche Twitch-Fettsäcke drauf reagieren werden und so wie gesagt Scheiße dazu labern werden. Aber es wird sehr, sehr interessant. Super nice. Ich kann aber spoilern. Er hat dick gemeint, vielleicht meint er mich, weil ich bin dick. Geht teilweise um den Insi-Modus auf jeden Fall und auch um die Deaktivierung. Also es ist auf jeden Fall sehr, 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 sehr interessant. Dieser besagte Sonntag ist jetzt auch schon 5 Monate her. Und zur Deaktivierung habe ich immer noch nichts gesehen. Ey, ich glaube, ich weiß warum. Every day, Saturday. Oh Gott. Bin ich ein Macher? Nee. Stattdessen fand er aber sofort Zeit, um mit dem Finger auf andere zu zeigen. So. Was? Hat er lieber ein Video über ein Beziehungsproblem von anderen gemacht, welches Jahre her... Hä? Was? Wo bin ich jetzt? In welcher Zeitschleife bin ich jetzt? Als beidseitig schon längst geklärt wurde, die Beteiligten darum gebeten haben, die Audios der Beziehungsstreiterei nicht weiter zu verbreiten. Und was macht ApoRed? Spielt die ganze Scheiße einfach vollständig ab und sagt am Ende, dass man die Sachen bitte nicht verbreiten soll. Freunde, auf jeden Fall, an dieser Stelle, lass doch die Janina in Ruhe, die Arme... Ja, also versuch doch am besten, diesen Clip jetzt nicht nochmal extra hoch sein oder sonst was, ja. Das erinnert mich an diese Finanz-YouTuber, die haben auch immer solche Videos abgespielt. Das ist wie bei Karl S., der hat auch immer sein beschissenes Handy in die Kamera gehalten. So, wir gucken uns heute mal ein Video von diesem Papa Platter an. Oder Papa Lappen, wie ich ihn nenne. Und dann lesen wir uns mal Kommentare durch, wie geil die Leute mich finden. Oh, wisst ihr, wie geil die Leute mich finden? Genau so ein Upload-Spektrum wie hier der... ApoRed, da kam auch kein Video mehr, was irgendwie, jetzt würde ich mich mal um die Influencer kümmern. Ja, wo sind denn die ganzen Videos, du Lappen? Ich warte schon.
Weil gekommen ist da nichts mehr. Danach war irgendwas mit. Danach hat er noch irgendwas anderes gelabert, aber da war ja nichts mehr. Da waren irgendwelche Uploads, aber ansonsten. Für den moralischen Vorzeigepuma gilt das aber scheinbar nicht. Und dazu kommt noch, zur gleichen Zeit beleidigt er im Stream Leute, die sich mit anderen Personen beschäftigen. Und ich sag immer, dumme Menschen beschäftigen sich mit Menschen. So, weißt du meine? Halbschlaue Menschen beschäftigen sich mit Ereignissen. Und... Oh Gott, ApoLD, der fucking... ApoLD könnte auch mit Markus Lanz im Podcast sitzen, ehrlich. Gleicher Philosoph-Vibe. Schlaue Menschen beschäftigen sich mit Projekten. Ich bin komplett allein und wenn man mit mir selbst weiß, ich bin einfach Main Character und weißt du, Main Character, die beschäftigen sich halt nicht mit anderen Personen, sondern halt mit Projekten, sag ich mal, weißt du? Auch das gilt schon. Scheinbar nicht für den Projektionspuma. Und was darf auf keinen Fall fehlen? Er nutzt das Leid von anderen, um sich wieder selbst zu inszenieren. Leute behaupten, er habe eine Schulter angefasst und darüber redet man nur, weil er der Main Character ist. Ich find's auch immer funny, wie zum Beispiel sowas komplett, ja, nicht groß geschaukelt wird oder da macht man das ja übelst im Film, gerade zum Beispiel, das kriegt das nicht so ein großes Publikum, aber wenn angeblich ich jemanden an der Schulter angefasst habe, dann wird der Film des Todes gemacht. Aber das liegt nicht nur daran, weil es um die Sache an sich geht, das liegt aber daran, weil es bei der einen Sache um den Main Character geht und bei den anderen Sachen um irgendwelche absoluten Vollprofis. Es ist doch einfach nur noch ekelhaft. Und außerdem, guckt das Carina-Video. Es war erstens nicht nur die Schulter und zweitens hat sie vor Gericht gewonnen. Da gibt's kein angeblich. Aber jetzt kommt das Beste. Der Main-Character kann gar nicht verstehen, wie man überhaupt so emotional werden kann. Denn ApoRed regelt Sachen immer entspannt. Dazu erzählt er eine kleine Anekdote. Wie kann man sich generell so verhalten? So, wie kann man so durchdrehen und so Knacks bekommen? Warum kann man nicht einfach diesen Main-Character, ApoRed, einfach ein brutaler, chilliger Hase sein? Ich hatte zum Beispiel einen Fall gehabt, Freunde, vor einigen Jahren. Ich weiß nicht, 5, 6 Jahre. Ach du Scheiße, was? Hatte ich zwei, man kann sagen, Geschäftskollegen gehabt. Die haben dann abfällig und eklig hinter meinem Rücken über mich geredet mit einem Bekannten von mir. Der Bekannte von mir, er kam dann auf mich zu und meinte, ey Red, Bruder, ich weiß, wir sind zwar nicht super gut gerade, du verhältst gerade neutral, aber ich sag dir jetzt, wie es ist. Da kamen Personen A und B und haben brutal Scheiße über dich gelabert und die haben dir sogar negativ über deine Mutter geredet. Wie war meine Reaktion? Über meine Mutter? Über meine Mutter? Bruder. Die Reaktion vom Main-Character auf diese Situation. Ich hab diese Boys angerufen und hab gesagt, ey, komm, lass essen gehen. Ja, genau. Das wird passiert sein. Der hat die angerufen, die haben ihn vorher noch, sie sind gottlos auf Muttern gegangen, ne? Wirklich, was die über die Mutter gesagt haben, ne? Kann ich hier gar nicht sagen, was die über ApoRed's Mutter gesagt haben. Das ging so in die Richtung von wegen, seine Mutter sei so fett, dass die auch in Minecraft rund ist. Weißt du, so in die Richtung ging das. Also, was die über die Mutter gesagt haben, Bruder. Mm. Und dann hat er gesagt, lass die mal anrufen und die zum Essen einladen. Mies. Ja, ich habe die Leute dann zum Essen eingeladen. Ja. Genau. Wirklich, wir haben uns auch entschuldigt. Wir haben uns auch vertragen am Ende. Weil ich auch wie ein Charakter ja. auch zu dem hingegangen bin. Ich habe sie nur zum Essen eingeladen und gesagt, Digga, das gehört sich einfach nicht. So handelt ein wahrer Charakter. Ja, genau so wird es passiert sein. In deiner Fantasie. Typen da draußen, nicht so wie er reagieren. Bleib strong. Immer strong, egal wie hart es dazu ist. Ich habe euch erzählt, ne? Jemand hat meine Mutter beleidigt hier und da. Wirklich, ich hab die Muttersprüche gehört, die ApoReds Mutter abbekommen hat, Alter. Kannst du dir nicht vorstellen, was sie gesagt haben. Boah. Aber er ist ein echter Mann geblieben. Er hat sie zum Essen eingeladen. Was viele nicht wissen, was er hier außen vor lässt, der hat sie zum Essen eingeladen bei sich zu Hause. Und wer hat gekocht? Das könnt ihr auch zu Ende denken. Selbst ich habe sie zum Essen eingeladen. Also wirklich, es bringt nichts, so durchzudrehen. Das sagt er, der wortwörtlich wegen Körperverletzung verurteilt wurde, weil jemand seine Mutter im Freestyle-Battle beleidigt hat und ApoRed daraufhin ausgerastet ist. Hier ein kleiner Zusammenschnitt, wo ApoRed diese Freestyle-Story über die letzten Jahre hinweg immer wieder erzählt hat. Achtung, gleich wird's interessant. Ich bin auch vorgeschlossen mit einer Sache. Ich war auch dreimal vor Gericht, aber auch nur wegen Körperverletzung. Problem ist, dass ich halt zweimal vorher wegen Körperverletzung vorbestraft war. Ich bin ja einmal auch wegen Körperverletzung vorbestraft gewesen. Einmal vor Gericht, ne? Wegen Körperverletzung. Und zwar hatten wir ein Event gehabt in Bremen. Ich war in Bremen und da war irgendwie danach, ne, war da so ein Typ. Und dann hat der Red, lass mal ein Freestyle-Battle machen. Bremen, Event, ne, nach dem Event. Dann hat er das Freestyle-Battle machen. Wir hatten ein Freestyle-Battle, das war in Berlin. Krass. Also wenn ApoRed anfängt zu freestylen, das haben wir letztes Mal schon gehört, Bruder, dann zieht Eminem sich zurück. 8 Mile muss umgeschrieben werden. Wenn ApoRed anfängt, den Freestyle-Hasen rauszulassen. Berlin war eine, In Berlin. War eine YouTube-Veranstaltung. Keine Ahnung, irgendeine Veranstaltung auf jeden Fall. Da war jemand, der meinte, ey, ApoRed, lass mal ein Freestyle-Battle machen. Ich meinte, ja, okay. Der Typ hat knallhart das Freestyle-Battle verloren. Vorgeschichte. Krass. Wir hatten ein Freestyle-Battle gehabt. Ich glaube, er war ein bisschen suff. Ne? Und er hat absolut verloren. Er wollte das Freestyle-Battle machen. Ich habe ihn freestyle-mäßig auseinandergenommen. Ist halt so, ist ja nicht schlimm. ApoRed ist der rhetorische Freestyle-Gott.
mal so voll so Freestyle-Battle gemacht, ne? Ich war eigentlich absolut schlecht, aber scheiß drauf. Auf jeden Fall haben wir so ein Freestyle-Battle gemacht. Kam ein Typ, er wollte unbedingt ein Freestyle mit mir. Wir haben ein Freestyle gemacht, Digga, seine Freestyles waren schlecht. Meine Freestyles waren gut, wie man es vom Allerechten kennt. So, und ich habe ihn auseinandergenommen, richtig clean. Meine Punchlines waren halt wirklich stärker so, ne? Und am Ende hat er wirklich abgrundtief verloren, hat sich ein bisschen lächerlich gemacht. Die Leute haben sich totgelacht, das Publikum. Die Leute haben sogar ihn ausgelacht, weil ich ihn so hart auseinandergenommen habe. Freestyle. Krass. Technisch. Er war alleine. Ich war mit 6 Kollegen oder so. Das Publikum, das waren alles meine Kollegen. Er hat verloren. Die Leute haben gesagt, du hast verloren. Er ist da durchgedreht und meinte, ich tralala deine Mutter, was auch immer. Er hat richtig hart meine Mutter beleidigt. Also richtig heftig, auf übelste Art und Weise. So, wie ich das niemandem gönnen würde. Und er hat dann richtig krass meine Mutter beleidigt. Also richtig, richtig, richtig krass. Da meinte ich. Ja, hat seine Mutter beleidigt. Biepe deine Mutter. Weißt du, ich sag das mal nicht, weil wir haben junge Zuschauer, bla bla. Ne? Du weißt ja, ich bin nicht. Ich umarme deine Mutter, hat er gesagt. Und ApoRed wohnt schon so lange zu Hause, den niemand anders außer ApoRed umarmt seine Mutter. Dann erstmal alle meine Kollegen gucken so schief, weißt du, und dachten sich, oh toll, was hat er jetzt da gemacht? Weißt du, und, ey, guck mal, ich bin ehrlich, ich habe ihn da einfach eine richtig doll geklatscht. Und ich bin ehrlich, da habe ich einen Typen auch, da war ich ein bisschen handgreiflich, ne? Um es wörtlich zu fassen, ich habe nur so einen gemacht. Ich habe wirklich nur einen so einen gemacht, ne? Mehr nicht. Und ich sage euch meine Reaktion, ich habe auch ein Video, das man schon mal erläutert, ich habe ihm eine richtig knallharte Backpfeife gegeben. Und ich hätte ihn auch wirklich zusammenschlagen können, Leute. Easy. Weil ihr wisst, ich bin als Kampfsportler aufgewachsen, nicht als Fußballer. Ich bin als Kampfsportler aufgewachsen. Ich bin als Marzipankartoffel aufgewachsen, nicht als Kampfsportler-Chat. Also wirklich, bei mir ist nichts mit Schlägerei. Ich bin. Jeiz, Alter. Jeiz. Gerade nach der Weihnachtszeit bin ich halb Marzipankartoffel, halb Mensch. So, ich bin wirklich fucking als Kampfsportler aufgewachsen. Oh, ich bin... oh mein Gott. Bruder, stell dir vor, sowas sagt man unironisch und dann... und dann hört man das und dann lacht man nicht. Irgendwer hört das und sagt, er lacht nicht. Irre. Irre. Und ich hätte ihn auch wirklich zusammenschlagen können, Leute. Weil ihr wisst, ich bin als Kampfsportler aufgewachsen, nicht als Fußballer. Ich hätte ihn wirklich zusammenboxen können. Ich habe jemanden... Ja, ganz klar. Geschlagen in dem Sinne? Nicht so doll, ne? Nicht so doll. Ich bin ehrlich, es war eine Backpfeife, ne? Dann habe ich in eine Backpfeife gezogen, eine richtig dolle. Der hat auch aus dem Zahn geblutet. Sorry. Hat aus dem Zahn geblutet, war nicht so dolle. Ist halt einfach so. Er hat aufs Übelste beleidigt, er hat eine Backpfeife dafür bekommen. Es war eine Backpfeife, weil die Person grundlos meine Mutter aufs Übelste beleidigt hat. Ich muss aus Prinzip muss ich jetzt irgendwas machen, weißt du? Und habe ihn einfach eine Backpfeife gezogen. Er hat sein Handy rausgeholt, hat sein Handy auf den Boden geklatscht, meinte, ey, hör mir zu. Wenn du deine Kollegen rufen willst, das bringt jetzt nichts, ich würde dir vorschlagen, du haust jetzt ab oder es wird ganz schlimm. Also ich war noch übel korrekt, wirklich. Übel korrekt, jemanden in die Fresse zu hauen. Bei einem Freestyle-Battle. Weißt du, das ist so ein Twizzy nach dem Top-Tier-Tape-Over angreifen mit dem Messer korrekt. So korrekt ist das auch. Also wirklich. Die Kollegen meinten noch, du bist übelst korrekt gewesen. Dass er die Story mal mit Bremen erzählt hat und mal mit Berlin, ja sei es. Fängt beides mit B an, Mann. Vielleicht hat er sich versprochen. Und sehen wir auch mal drüber hinweg, dass er sich nicht entscheiden kann, wie oft er nun vorbestraft war vor dem Prank. Sehen wir auch mal darüber hinweg, dass er mal meint, dass seine Freestyles grottenschlecht waren und plötzlich waren sie dann doch wieder gut, wie man es vor... Ich glaube auch, das wird so ein ApoRed und der Typ wird so ein Atzenkalle MC Boogie Freestyle-Moment gewesen sein, wie bei Rapper Mittwoch. Wo Atzenkalle dann, wo MC Boogie vollkommen auf irgendwelchen Substanzen Atzenkalles Mutter beleidigt und dann ist er dran und Atzenkalle sagt, ja, deine Mutter ist dick wie ein Wal. Und dann will MC Boogie ihn zusammenschlagen auf der Bühne. Oh, das war einfach. Oh, das waren einfach wirklich. Ne? Wirklich. Atzenkalle heutzutage auch Immobilienmakler, wissen viele nicht. Vom Allerechten gewohnt ist. Und sehen wir auch mal darüber hinweg. MC Boogie. So wird das gewesen sein. Ziemlich recht. Mit ziemlicher Sicherheit. Ziemlicher Sicherheit wird das so gelaufen sein. Dass er stolz betont, dass das Publikum ihn zum Gewinner gekürt hat, obwohl das alles ApoReds Freunde waren. MC Boogie hat dann auch gesagt, man geht nicht auf Mutter, ihr Hurensöhne. Krasse Leistung an der Stelle. Bisschen komischer fand ich aber, dass er mal von einem leichten Klaps redet und mal davon, dass er so dolle zugeschlagen hat, dass sein Kontrahent aus dem Maul geblutet hat. Aber was eigentlich noch viel interessanter ist, ApoRed behauptet, dass es alles nach dem Battle passiert sei. Das war nicht im Battle, das war danach, Saitopis. Das war nach dem Battle, das war quasi nach meinem Win. Aber die Geschichte stimmt so nicht, denn wisst ihr, was das Lustige ist? Oh mein Gott. Der Typ hat sich bei mir gemeldet. Oh mein Gott, Bro. Darf ich vorstellen, Marco aka MV Soldier? MV Soldier. Es stellt sich natürlich die Frage, woher sollen wir jetzt wissen, dass das kein Fake ist? Nun ja, er hat mir schon 2016 nach meinem Gangtour-Video geschrieben. Hey, erstmal Props für dein Video über die großen YouTuber. Mir ist sowas auch passiert. Es ist in Bremen passiert, nach dem Online-Stars-Event. Da hatten wir auch kurz geredet unten im YouTuber-Raum.
Das Problem war hier nur, ich habe diese Nachrichten nicht gesehen, bis ich fast 4,5 Jahre später den zweiten Entschuldigungsteil rausgebracht habe, wo ich die Szene einblende, dass Upred vorbestraft ist wegen Körperverletzung. Ja, ich bin auch vorbestraft mit einer Sache. Ja, wegen Körperverletzung, weil jemand seine Mutter nach einem Freestyle-Battle beleidigt hat und Upred dann ausgerastet ist. MV Soldier hat mir daraufhin nochmal geschrieben und ab da war ich mit ihm in Kontakt und konnte zum ersten Mal aus erster Hand nachvollziehen, wie der Ablauf damals war. Und er hat mir die juristischen Schreiben dazu gesendet. In denen ging hervor, dass es eben das besagte Freestyle-Battle gab. Upred und seine Freunde haben das Ganze sogar gefilmt und später das Material zercuttet und ohne Upreds Ausraster hochgeladen. Übrigens mit dem Videotitel Battle vs. Besoffenen auf der Straße. Und jetzt kommt's, sie haben sich vor dem Battle darauf geeinigt, dass es keine verbalen Tabus gibt und die Mutterlein kam im Battle. Woraufhin Upred nicht mit einer Ohrfeige, sondern mit der Faust zugeschlagen hat. Zusätzlich wurde das Handy aus der Hand geschlagen und MV Soldier wurde dazu aufgefordert, sofort zu verschwinden. Das Battle wurde also durch Upreds Ausraster beendet. Es geht aber noch weiter. Uff, Alter. Als ihn MV Soldier angezeigt hat, hat Upred erneut ein Video gemacht, wo er eben darüber geredet hat, dass er angezeigt wurde und das lächerlich sei. Ich zitiere: Wenn der meint, er könnte den Überdicken raushauen, dann kriegt er einfach eine Besinnungsschelle und er kann froh sein, ich hätte ihn auch wirklich schlagen können. Hätte den Windel weich schlagen können. Ja, große Kunst, wenn 6 Leute gegen einen sind. Na? Oh mein Gott, cringe, Alter. Bruder, das ist ja dieser absolute... Oh Gott, Alter. Upred, wärst du auch so mutig gewesen, wenn du alleine vor 6 Leuten gestanden hättest? Du krasser Kampfsportler, der nicht als Fußballer aufgewachsen ist? Weiter sagte er, hätte den Windel weich schlagen können, aber braucht man gar nicht. So einem Typen braucht man erstmal gar nicht so eine Aufmerksamkeit zu schenken, weil der Typ ist einfach nur krank im Kopf. Und zweitens ist das gar nicht nötig, er hatte, glaube ich, psychische Probleme im Kopf und so. Aber jetzt zeigt er mich an. Meine Güte, du zeigst mich an, was bist du für ein Mädchen? Du hast das Video sperren lassen, das Video war richtig nice. Geil? Das Video war richtig nice. Bruder, ist das peinlich. Ist das peinlich. Ich finde es ziemlich ironisch, nach all diesen Entschuldigungsvideos, ich meine, wir haben 11 Entschuldigungsvideos jetzt vom heutigen Tag an oder seit gestern, und es kommt raus, dass ApoRed jemanden für eine Mutterlein ins Gesicht geschlagen hat. Ich weiß gar nicht, wie ApoRed mit sich selbst leben kann, denn er ist wirklich die größte Beleidigung, die seine Mutter ertragen musste, seitdem sie ihn auf die Welt gebracht hat. Das kann man mal wirklich zusammenfassen. Wie kann das so eine paradoxe Situation sein? Wirklich. Das ist wirklich... Weil das gerade er meinte, dass jemanden anzuzeigen ein mädchenhaftes Verhalten sei, obwohl er selber ganze Zeit... Das muss man sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen, für was er glaubt, dass er andere Leute tätig angreifen kann und wie die Realität dann aussieht. Ne? So, die Realität ist die, oder das, was er glaubt, ist, dass seine Mutter beleidigt wird, weil irgend so ein Freestyle-Rap eine Mutterlein macht. Dass die Realität ist dann allerdings, dass seine Mutter beleidigt wird, weil der übelst alles das abzieht, was er abzieht. All das abzieht. Bruder, was soll das denn, Digga? Was, wie, der beleidigt deine Mutter? Das musst du dir mal vorstellen. Das musst du dir mal vorstellen. Was? Dann auch noch von immer dieses Ehrgetue, so von Ehre. Die reden immer von Ehre und Verteidigung der Ehre. Die Ehre würdest du verteidigen, wenn du nicht die ganze Scheiße abziehen würdest. Aber das ist ja offensichtlich für die akademische Familie nicht der Fall. So weit muss man ja nicht gehen. Oh, ist das peinlich. Boah, ist das peinlich, Digga. Absolut. Absolut peinlich. Die arme Frau, Alter. Wirklich, das kann man gegenüber ApoRed's Mutter sagen. Sie tun mir wirklich leid, die arme Frau. Mit Anzeigen droht, wenn man die Wahrheit sagt. Und dann beschwert er sich noch, dass ein Video von ihm gesperrt wurde, versucht aber selber die Wahrheit bei mir zu sperren. Aber zurück zum ApoRed-Geschwafel. Am interessantesten finde ich... Bitter, das ist wirklich bitter. Ich kann mit... Also das ist... Bruder. Wie das schon 2016 einfach genau das gleiche ApoRed-Schema wie immer war. Alle seine Kontrahenten stellt er öffentlich immer als Psycho und Lügner dar, dem man keine Aufmerksamkeit schenken sollte. Das hat er ja nicht nur bei MV Soldier 2016 oder später bei mir oder auch bei Carina 2020 gemacht. Also wer sowas supportet, Digga, der tut mir auch als Mensch leid, Digga. Weil man supportet wirklich einen psychisch kranken Menschen, Digga. Darf man nicht vergessen. Weil ich glaube, Mimi ist wirklich, laut meiner Einschätzung, meine Einschätzungen sind oft 100% immer treffsicher, sag ich mal. Und ich glaube einfach, dass er psychisch krank ist. Und ich würde solche Menschen noch nicht unterstützen, Digga. Bin ich halt ehrlich. Ich bin ehrlich, Carina. Weißt du, was ich bei dir denke? Und das gibt es wirklich in der Psychologie, was ich jetzt sage, okay? Ich glaube, dass du diese Lüge schon so oft dir... Bin ich der Einzige, der langsam denkt, es reicht mit diesen Videos? Hier wird jemand Fehltritt eines Menschen in der Öffentlichkeit ausgeschachtet? Ausgeschlachtet, meinst du? Was meint damit, wird irgendjemand geholfen, ist falsch gewickelt? Das ist einfach nur noch das Zerstören eines Menschen. Ja, ist es! Also ich möchte kurz zustimmen. Ja, das ist es. Und ich partizipiere bewusst daran. Um mal ganz kurz den moralischen Hasen zu beerdigen. Ich partizipiere bewusst daran.
Und ich denke, alles, was hier gesagt wird, verdient er sich. Mit jeder Silbe. Mit jeder einzelnen Silbe. Die Zeit, irgendwelche Empathie, also hatte ich, wirklich. Wenn es nicht so kürzlich erst passiert wäre, die Zeit der Empathie ist für mich vorbei. Keine Mitleid mehr. It's over. Nicht mit diesem Menschen. Ich gucke mir das genüsslich an und schätze das ein. Dieser Mensch hat meine Menschlichkeit nicht verdient. Ich konzentriere mich auf andere Menschen, die diese verdient haben. Aber er nicht. Er fucking nicht. Eingeredet hast, dass Ehrlich. Du schon selbst irgendwie daran fest glaubst, obwohl du im Unterbewusstsein weißt, es ist eigentlich nicht passiert so, aber du verdrängst das irgendwie, weil du dich einfach viel zu oft meines Erachtens bei diesem Thema einfach selbst belogen hast. Es gibt es wirklich eine Psychologie. Kannst du mal gerne einen Psychologen nachfragen und ich würde dir auch wirklich empfehlen, einen Psychologen aufzusuchen, wenn du bis heute deine Fehler nicht eingestehen kannst. Okay? Das hat er auch 2019 bei Reapers nach einem COD-Turnier gemacht. Und zwar hatte ich so ein kleines Disput mit Reapers, einem Kollegen, den ich seit 7 Jahren kenne. Ja, so ein kleines Problem gehabt. Nach längerer Überprüfung, schicksalhafterweise hat sich herausgestellt, wer eigentlich wirklich der war, der am Ende des Tages gelogen hat. Also irgendwie in jeder Aussage stecken Unwahrheiten drin. Also ich weiß nicht, ob das irgendwie so ein psychischer Knacks ist oder belügt. Oder auch bei Mail und Kyleway in Fortnite. Na, aber muss man sagen, ein Mail zum Beispiel jetzt, ne, der jetzt hier so irgendwelche komischen Sachen sagt, also man kann es wieder weiter rein und das ist alles so. Manchmal denke ich auch, vielleicht ist es auch geistig gebildet und da kann auch nichts dafür. Kann wirklich sogar sein, ich weiß es nicht, ne? Aber wie gesagt, ein Lügner ist auf jeden Fall. Du bist ein kleiner Spasti, du bist psychisch krank, du kleiner Bull. Bei dir wird es niemals im Leben laufen, Digga. Niemals wird es in deinem Leben laufen, bei uns wird laufen, bei dir aber nicht. Du kleiner Schwanken, Digga. Du bist so ein Bluffer, ich habe noch nie so einen Bluffer gesehen. Wenn irgendjemand ein Video macht, rein theoretisch auch über mich und sagt, ey, Red ist der größte Spasti, er hat mich um ein paar Sneaker abgezogen. Wisst ihr, was meine? Erstmal muss man fragen, stimmt das überhaupt? Weißt du, wir leben in einer Welt von sehr vielen Lügnern. Das sind halt am Ende des Tages einfach nur unnötige Lügen gewesen. Wisst ihr, was ich meine? Okay. Die am Ende rausgehauen worden sind. Und ja, sowas, das, was hier passiert, ist eine Projektion übrigens, ne? Das ist eine Projektion. Von sich auf andere schließen. Ich denke mir so, warum soll ich drauf eingehen? Guck mal, es wird immer sowas passieren. Ich bin einfach nur 200.000 Abonnenten. Warum stellt man alles so negativ und falsch dar und lügt einfach? Und das war einfach ein dreister Lügner. Ich schwöre euch bei Gott. Ja, und das altbekannte Gottschwören darf natürlich auch nicht fehlen. Und auch das Fame-, Geld- und Aufmerksamkeitsgeilheitsargument gab es da auch schon wieder von ApoRed. Sowie auch Drohungen und Druck aufbauen, ohne auf Videoinhalte einzugehen. Dein Kanal ist auf meinen Nacken gerade aufgebaut. Auf Hassrede. Du willst einfach nur, dass Leute hassen und haten. Du willst irgendwie unnötig Welle machen. Du wirst Stress, Digga. Du wirst Stress mit der Red Army. Kein Problem, Freunde. Oh, die Red Army, ja, uff. Jetzt kommen wir, okay? Es geht dir nur um Fame. Du willst also Fame, Digga. Darum geht's dir. Du willst keine Gerechtigkeit. Oder sag doch einfach, was du willst. Du willst Fame. Du hast sogar hier ein bisschen was bekommen. Ich sorge dafür und die Red Army wird dafür sorgen. Du bist so Fame, Digga. Du kriegst sogar von mir einen Titel, okay? So wie ich. Oh Gott, Alter. Oh, ist das peinlich. Die Red Army. Na, die Leute in der Red Army stehen heute bei Aldi an der Kasse und warten, dass sie ihren für ihr Feuerwerkskörper endlich kaufen können. Wirklich, also wirklich. Dieselben Leute. Selben Leute, wirklich. Gestern noch in der Red Army, heute bei Aldi an der Kasse Feuerwerkskörper kaufen für ein paar tausend Euro. Digga. Oh, cringe. Den Titel der echte Army kriegst du sogar von mir, einen persönlichen geilen Titel von der Red Army überreicht, okay? Die kommentiere ich erstmal für dich. Oder verkaufen? Nee, die Verkäufer können doch gar nichts dafür. Volle Solidarität mit Leuten, die im Einzelhandel an der Kasse zwischen den Feiertagen sitzen, ey. Bruder, das sind die richtigen armen Schweine. Die tun mir voll leid. Ich hoffe, sie kriegen eine Gehaltserhöhung. So ein Ding ist das. Fame, weil du bist eine Fame. Du machst nur Videos nicht aus Gerechtigkeit, du willst nur Fame, Digga. Deswegen bist du eine Fame. Ganz einfach, die Zeiten sind vorbei. Du willst Fame? Du hast jetzt den offiziellen Titel Fame. Du wirst ab jetzt in allen deinen Videos diesen Kommentar Fame. Das Video 10 Minuten 15, das Video 10 Minuten 4, Digga. Das heißt, du bist nicht meine Fame. Du bist sogar eine geldgeile Fame. Digga, das heißt, jetzt haben wir sogar fast einen neuen Titel für dich. Du bist ein geldgeile Fame. Ich kann diese Videos so in einer Sekunde striken lassen, auf entspannt. Und das mache ich sogar auch. Aber ich bin korrekt, Digga. Einmal bin ich noch korrekt. Du hast 24 Stunden Zeit. Du hast 24 Stunden Zeit, alle Videos, ne, mit meinen rechtlich geschützten Marken, sprich Apokalypto, ApoRed, was auch immer, alles kannst du da rausnehmen. Entspannt. Und keiner von der Red Army wird dich jemals wieder Fame oder sonst was nennen. Oder Option 2, What the fuck, Alter? Was ist das denn für ein cringiger Scheiß? Es ist weiter eine Fame. Ignorierst natürlich das und wirst bis zum Ende deiner YouTube-Karriere den Titel Fame haben. Ganz entspannt, mach deine Videos weiter, Digga. Und die Videos werden weggestrikt. Bei 3 Strikes wird der Kanal auch gelöscht. Und dann juckt mich das auch gar nicht. Dann juckt mich das auch gar nicht mehr. Du hast deine Chance gehabt, 24 Stunden. Spoiler Alert: Video wurde nicht gelöscht. Ganz entspannt, Digga. Die Red Army wird auf jeden Fall mit ein paar netten Kommentaren auf jeden Fall deinen Kanal auch beschmücken. Lustigerweise sind Kyleways Videos immer noch online.
Mal wieder nur Einschüchterungsgelaber vom Allerecht. Es ist viel zu krass, wie viele Parallelen es bei gefühlt allen ApoRedBeefs gab. Der spielt einfach immer das gleiche Bullshit-Programm ab. Aber zurück zu der Bremen-Story. Jetzt passt mal auf, wie gestört das eigentlich ist. Er hat die Bremen-Story in dem Carina-Belästigungskontext erzählt und das als Argument genommen, dass sie lügt, weil er ja schon bewiesen hat, dass er Sachen nie abstreitet. Warum erzähle ich gerade die Story? Diese Person hat mich angezeigt. Diese Person hatte keine Zeugen. Wisst ihr, wie viele Zeugen ich hatte? Etwa 6 Leute. Ich hätte auch sagen können, stimmt nicht. Ich hätte dir einen Anwalt nur einmal kurz Bescheid sagen können, der hätte das easy geklärt. Wenn ich ein dreckiger, unehrlicher Penner wäre, hätte ich das gemacht. Ich wäre ein richtig ekliger Typ, weil ich finde, man sollte dann auch gerade stehen. Und ich bin dafür gerade gestanden und habe meine Strafe dafür bekommen. Ich glaube 50 Tagessätze oder mehr, ich weiß es gar nicht, vielleicht auch 90. Ich glaube, das waren 90 Tagessätze. Also ich habe schon bewiesen, dass wenn ich mal Scheiße gebaut habe oder was Dummes gemacht habe oder eine Straftat begangen habe, habe ich bewiesen, dass ich dafür gerade stehe und dass ich das nicht leugne. Ich leugne keine Sache. Ich leugne es nicht. Ich konnte es leugnen und ich habe trotzdem gesagt, stimmt. Also es hat das die Realität beweist. Also hat bewiesen, ich habe es gar nicht nötig zu lügen. Habe ich gar nicht, brauche ich auch gar nicht. Juckt mich auch gar nicht. Ich scheiße dann auf Leute, die dann sagen, wenn jetzt jemand behauptet, Red hat so und so gemacht und hat keine Beweise dafür und hat nur irgendwelche billigen Indizien. Wenn jemand das glaubt, ist er von mir aus lost und ganz ehrlich, da kannst du von mir aus einfach verpissen. Dabei hat er beim Erzählen der Story einfach gelogen und nimmt das als Argument, dass er in der Carina-Sache gar nicht lügen könne. Sagt mal ehrlich, Leute, wie krank ist das bitte? Und noch kurz... Ja, das ist schon sehr, sehr krass. So. Zum Strafbefehl, da ist auch nochmal von körperlicher Misshandlung und auch von einem ungerechtfertigten Faustschlag ins Gesicht die Rede. Er sollte 50 Tagessätze bezahlen. Ein Tagessatz entspricht übrigens dem Nettoeinkommen pro Tag. Das Gericht hat eingeschätzt, dass ApoRed 8 Euro am Tag. Bruder. Ja, gut. Tag verdient und deswegen 400 Euro zahlen muss. Das müsst ihr euch mal überlegen. Das Gericht dachte, dass ApoRed 240 Euro pro Monat verdient. Das erinnert mich an sein Bombenprank-Gerichtsverfahren, wo der Multitrilliardär meinte, dass er monatlich nur 1700 Euro verdiene und gleichzeitig davon online geredet hat, dass er fünfstellig verdient. Ungefähr kann ich das so sagen. 8 Euro am Tag. Alter, 8 Euro am Tag? Fünfstellig, das heißt nicht 2.000, 3.000, sondern so ab 10.000, jetzt nicht 80, 90, sondern so 10, 20. Ich sage es ja eine genaue Zahl, aber so Pi mal Daumen. Wie man als Gericht so reinscheißen kann und wie man als ApoRed so viel Glück bei den Strafen haben kann, verstehe ich bis heute nicht. Aber was ich müssen die das nicht verifizieren? Wie kommen die denn auf 8 Euro am Tag, Digga? Weniger verstehe ist, wie man bei einem Freestyle-Battle so aus... Das ist weniger als Hartz IV. Rasten kann. Besonders, wenn man sich vorher sogar auf die Tabulosigkeit geeinigt hat. ApoRed ist ja sowas von labil und der macht dann im Internet Ansagen über emotionale YouTuber? Was für Leute, die ihr schaut? Also wirklich, distanziert euch von diesen depressiven Gestalten. Diese Leute sind doch alle komplett kaputt. Psychisch sind die Wrack. Also komplett labil. Das sind doch keine Charakter, das sind absolute Bots. Das sind die Sieger. Ach du Scheiße. Und sofort. Da fiel mir teilweise die Worte, ich kann mich da nicht einversetzen. Weil ich einfach auch sehr stark bin als Charakter, muss ich auch sagen. Genau mein Humor. Was bei dem Ausraster wahrscheinlich auch noch mit reingespielt hat, war der Drang, sich vor seinen 5 Freunden mit seiner Pseudomännlichkeit zu profilieren. Zumindest scheint er das Bedürfnis heute noch zu haben, immer den Alpha zu spielen, vor dem alle Angst haben müssen. Hier zum Beispiel bei KuchenTV. Auch von so einem KuchenTV, der kleine Goofy, ne? Hat das so am Rande mitbekommen, dass er ihn kritisiert und sagt, ja, du bist Broker, wer gehst da hin? Junge, Digga, halt deine Schnauze, du machst deine Videos da zu Hause irgendwie bei einer scheiß Wand oder was auch immer. Gehst gar nicht raus. Halt deine Schnauze, du machst deine Videos zu Hause bei deiner Wand. Oder es gibt eine Menge Angriffsfläche von KuchenTV, aber seine Wand hatte ich jetzt nicht drin, ne? Halt deine Schnauze und mach zu Hause deine Videos mit deiner Wand. Ladies and Gentlemen, ich muss ganz kurz eingestehen, ich mache meine Videos auch hier mit meiner Wand. Alter, was? Oh Gott, ApoRed wirklich. Gib dir eine Stelle, wenn du auf Mutter gehst, aber geht auf Wand. Das, was ApoRed nicht weiß, das ist keine Wand. Das ist die rechte Arschbacke seiner Mutter. So, jetzt habe ich es gesagt. Wahrscheinlich, Digga, weil du Angst hast, dass ein ApoRed kommt und dir ein paar Nacktfletscher gibt oder was? Oder bei dem TikToker Engelsgesicht. Du redest vom Mann, aber sagst, du bist Peter Pan. Ich bin kein Peter Pan, ich bin ein richtiger Mann. Ich bin kein Peter Pan, der Scheiße labert im Internet. Natürlich schaut das so aus. Aber warum ist dieser Engel so komisch, Bruder? Nimmt er irgendwie so Drogen oder so? Kann das sein? Der ist irgendwie ein bisschen nein. Ne? Ich sehe schon ApoRed, den allerechtesten Discord eine Eisenseinladung ausgeben. Lass uns zum Essen gehen. Das ist eigentlich korrekt, privat und so, aber manchmal... Ja, guck mal, das Ding ist, ich kann mir vorstellen, dass du korrekt, aber ich will keine Leute zu hinschicken und so, weißt du, was ich meine? Ergebnis ist vorbei. Oder nicht, dass du Hamburg ist, Bruder, ich sehe ihn auf einmal, du weißt, Bruder, du siehst ihn, ne? Stabiler Typ und so. Ich bin... Oh Gott. Oh Gott. Bruder, man möchte ApoRed einfach in seinen Mund kotzen, Alter. Das ist so widerwärtig. Immer gegen Gewalt und so, ne? Aber einige Leute gehen ein bisschen zu weit, Bruder, du weißt. Und wenn man sich ein bisschen rumfragt, ich kann auch mal schubsen, so. Oder auch bei mir. Ich mag den Typen gar nicht, Mimi. Ich würde sogar behaupten, dass ich ihn hasse. Ja?
Ich würde sogar behaupten, dass ich ihn hasse. Aktuell hasse ich ihn, 100%. Guck mal, Leute aus Hamburg wissen, meine Leute sind behindert gefährlich. Ne? Also so, also ich könnte euch gar nicht vorstellen, wie gefährlich die sind. Das ist so... Bruder, ich habe Freunde, die sind wirklich gefährlich. Ich habe Freunde. Also, ist das cringe? Ich weiß nicht. Ja, es ist cringe. Aber es ist auch wirklich besonders cringe. Du kriegst Angst. Man kriegt Angst. Wirklich Angst. Und ich laber keine Scheiße, ne? Die könnten... Wer will denn Freunde haben, vor denen man Angst hat? Ich verstehe das nicht. Sachen machen, Digga. Ich könnte nur einmal schnipseln und würden verrückte Sachen passieren. Lustigerweise... Sind die aus diesem Hamas-Verein oder was? Wenn andere Leute versuchen, mit Rückenpolitik zu kommen, sind das für UpRed aber dann keine echten Männer. Mach da voll die Filme. Pass auf, wenn ich kenne. Ich ruf gleich den. Dann sage ich, Junge, hör mir mal zu. Dieses, ich ruf den, das machen nur schwache Noobs. Das machen Bots. Oh Gott, Alter. So nach dem Motto, weißt du? So dieses, ich ruf gleich den. Wenn du ein Mann bist, Bruder, du brauchst nicht irgendwelche Leute rufen. Und in seinen Augen habe ich die pure Schauspielerei gelesen. Gelesen habe ich das. Weißt du, da wusste ich, Digga, der Typ labert. Oh, er hat den Arafat-Hut auf. Barilla. Nur Scheiße. Erzählt was von, ich bin mit ganz Deutschland connected, ich kenne alle, ich bin gefährlich nach dem Motto, pass auf und hier und da. Jemand, der wirklich so gefährlich ist, jemand, der wirklich brutale Leute hat, der pusht mich die ganze Zeit damit. Was ist mehr cringe? Leute, die für Feuerwerkskörper in den Warteschlangen stehen oder UpRed-Aussagen? Bruder, immer noch safe UpRed-Aussagen. UpRed-Aussagen, wirklich, muss man sagen. Da denke ich keine Sekunde nach. Jemand, der wirklich so auf krass macht, auf dieses Rückenpolitik, ich ruf den, der würde doch nicht auf TikTok, wenn dir ein, zwei Wörter fallen, die ganz neutral sind, rumheulen und auf dieser Schauspielerei Anrufpolitik machen. Deswegen wusste ich, purer Schauspieler, Bluffos, Schlechtos. Junge, was du beschreibst, bist genau du. Und by the way... Aber dieses Hassen. Hassen ist eine andere Emotion. Das ist dieses, du wünschst dir noch was Schlechtes, du willst die Person nerven. Das ist schon, du weißt, was ich meine. So, das ist gar nicht unsere Art, weißt du? Weil wahre Hasen, richtige Macher haben diese Art gar nicht. Ich würde sogar behaupten... Oh Gott, Alter. Das ist dass ja... ich ihn hasse. Aktuell hasse ich ihn, 100%. Du bist der größte Widerspruch in sich, Lan. Und während er bei... Lan? Oh, PS Sports, wirklich sehr sympathisch. Anderen die Männlichkeit in Frage stellt. Wie kann man sich als angeblicher Mann, oder ich weiß nicht, sieht jetzt nicht wie ein Mann aus für mich? Muss er bei sich immer betonen, dass er ein richtiger Mann ist? Ich bin ein richtiger Mann. Natürlich schaut das so aus. Ich sehe mich als eine sehr starke männliche Person. Ich bin nach wie vor, wie immer, einmal ein sehr fleißiger Mann. Wusstet ihr eigentlich schon, UpRed ist so maskulin, sogar sein Alter ist super männlich. Wie alt bist du? Ich bin Ende 20. Also, super männliches Alter. UpRed wünscht sich auch, wenn UpRed träumt, ne? Was ist UpReds Lieblingstraum? Was meint ihr? UpReds Lieblingstraum ist, wie er in einem Gehege als Zuchtbulle gehalten wird und dann immer so ein Typ vorbeikommt, der sagt, oh, das ist unser beste Bulle im Stall. Und das passiert nichts. UpRed steht nur da in dem Gehege und dann kommt so ein Typ vorbei mit so einem anderen, gucken Sie mal. Senior, das ist unser beste Suchtbull im Stall, Hermanos. Bruder, was? Der ist in dem männlichsten Alter, was Sie vorstellen können. Oh, Sie, wie alt ist der? Der ist in die 20. Was? Und das ist einfach ApoReds Lieblingstraum. Den hat er auch mehrmals die Woche. Das ist vollkommen Psycho. Vollkommen fertig. Also wirklich. Ja, vollkommen komisch einfach. Story, Bro. Aber kommen wir nochmal zu dem Container-Video, wo er über seine tollen Besitztümer redet. Wir wissen, der Abo-ID ist super rich, ne? Und das ist ja auch der Fall, das ist ja auch alles cool. Da habe ich jemals gespielt. Das Brutalste vom Brutalsten, das Wertvollste vom Wertvollsten. Digga, habe ich nie gezeigt. Digga, ich weiß, dass viele Hater, ich weiß, viele machen Auge und so. Digga, ihr wisst gar nicht. Also, ihr wisst es einfach nicht, ne? Also, alleine nur 30% von einer Firma, an der ich beteiligt bin, ist mehr wert als alles, was ich wahrscheinlich gesehen habe. By the way, diese Aussage ist wirklich komplett inhaltslos. Ich kann auch sagen, dass ich Anteile an Apple, Microsoft oder Google habe und 30% dieser Unternehmen sind ja zig Milliarden wert. Das sagt doch aber überhaupt nichts über meine Anteile aus. Ja, das habe ich letztens schon gesagt. Was wäre, wenn er einfach so ein Investmentportfolio hat, wo irgendwie so 50.000 Euro drin liegen, wo er sich einfach Teile von Apple oder von Amazon genommen hat? Ich habe in den Firmen investiert, da träumst du von. Jetzt habe ich nur eine Aktie im Wert von 120 Euro. Damit habe ich ja Anteile an der Firma, bei der 30% ganz, ganz viel wert sind. Aber schauen wir uns mal weiter sein Gefasel an. UpRed bleibt dabei, dass er Multimillionär ist und mehr Geld verdient als alle anderen. Aber wie gesagt, ich werde bald ein Video machen auf jeden Fall. In Simon, das wird bald deaktiviert, das ist gerade alles im Prozess. Und da wird man noch sehen, warum, wie, was, bla, bla. Und dann wird irgendwann ein bisschen geleakt, da wird ein paar Warnhasen geleakt, ne? Wie viele Millionen am Start sind. Was für Sachen machst du businesstechnisch? Digga, wird bald alles rauskommen. Also, was?
wird bald alles rauskommen. Ganz entspannt. Es gab ja angeblich irgendwelche Goofies, die meinten, ja, Red hat das gemacht und ist da und da drin. Alles Camp, alles Camp. So, was ich alles mache, das weiß man gar nicht. Das ist so an der Kamera. Ich würde mal selbst liegen. So. Das wird wie aus dem Nichts kommen. Da kann ich auch so auf Flecker ein paar Umsätze raushauen. So. Warum zeigt ihr denn ständig seinen Blechschmuck? Ein paar super Nullen. So ein paar Nullen, wie die meisten Twitch-Streamer. Hinter den stabilen Millionenzahlen. Und ich werde doch so, ich werde auf entspannt nicht mal für die Hate oder so. Digga, wenn ich ganz entspannt irgendwann einmal so hier ein bisschen zeige, wo ich ein bisschen beteiligt bin. Digga, oh Gott, diese Unges, so wie alle anderen. Oder ich zeige euch jetzt mal ganz kurz, woran ich beteiligt bin. Ich gehe mal ganz kurz in mein Portfolio rein. Bruder, das wird jetzt gestört. Wirklich, die ganzen Nullen auf TikTok, die wissen gar nicht, wo ich drin bin, Digga. Das ist krank. Ich bin wirklich krank. Ich bin in Apple drin, in Microsoft, Amazon, Nvidia, Alphabet, ne, also Google, gestört. Gestört. Bruder, ich bin sogar in Öl und Gas drin, Digga. Das soll meiner sagen, dass das nicht läuft, Digga. Zu 4%. Zu 4, ich bin, Digga, die, alle Leute immer noch mit ihren regenerativen Energien, ich bin zu 4% in Öl und Gas, Digga. Nennt mich den Schweizer Warren Buffett. Nennt mich den Warren Buffett. Drin heißen, die ihre Kondome da nebenbei verkaufen, die werden kotzen und sich denken, Digga, der Typ ist ein Motherfucker. So würden die denken. Aber ich lache über die. Nee, die lachen über dich. Und Kondome könntest du bei deinen ganzen One-Night-Stands ruhig auch mal benutzen. Sonst. Oh! Wundert sich Prinzessin Puma irgendwann, warum auf einmal die Mulle juckt? Boah, einer scheint, Trimax war halt nicht pleite wie hier. Also Bruder, mir geht's top. Ihr werdet es ja sowieso bald erfahren, ne? Also, ich glaube nicht, dass ein YouTuber mehr umsetzt als ich. Wie findest du Elotrix aber? Boah, Elotrix habe ich früher gefühlt, mittlerweile feiere ich ihn null. Ne? Also 9. Oh. Das heißt, du magst ihn jetzt gerade, wie er ist, gar nicht? Nee, also jetzt würde ich ihn sehr abstoßen, 100%. Ja, weil er dich sehr abstoßend findet. Hä? Oh, Bruder, der berechenbare Hase, ne? Also letzten November habe ich siebenstellig gemacht. Ja, also, Anteil. Also, im letzten November habe ich siebenstellig gemacht. Was? Vorm Komma? Die Umsätze mit den Firmenanteilen und wenn man das nochmal reduziert auf 300%, bla bla, also schon extrem. Bruder, der Safe Call, der rechnet einfach die Umsätze von Amazon aus. Ey, kein Joke, ich sag jetzt einfach, wie das läuft bei ihm. Mimi hat vollkommen recht. Der hat Anteile an MSCI World irgendwie, weißt du? So, wie jeder, der irgendwie in ETFs oder sowas drin ist. Und dann guckt er immer, was Google macht oder was Alphabet macht, was Microsoft macht. Und dann erfindet er das. Der findet das einfach. Ja, Bruder, Renditeauszahlung für mich dieses Jahr, Digga. Ja, gut. Extrem hoch, ich bin zufrieden, Digga. Es geht immer weiter zu dem Mond. KS und so, die sind ja alle cool und lustig, alles wirklich. Aber Bro, du bist in diesem Business schon, da war Monte noch, weißt du, da war in der Entzugsklinik, als du schon Fame warst, weißt du, ich meine. krank. Er haut immer die Schuhe gegen Monte. Ja, aber es ist doch so, Retalk jetzt mal. Also, guck mal. Ja, krass. Digga, ich. Bruder, cringe, wenn man von ApoRD, dem aller Ohrring tragenden, gemocht werden will, weißt du, auf Krampf. Oh, Bruder. Also auf meine Backstory angelehnt, ne? Ich bin, seitdem ich ungefähr 12 bin, glaube ich, selbstständig. Ja, genau, und seitdem ich 12 bin. 13 warst du dann wahrscheinlich schon in der Forbes-Liste neben Bill Gates. Das Lustige ist, wenn ein anderer mit etwas pusht und sich über ApoRed stellt und selbst wenn es nur TikTok-Punkte sind, dann flippt ApoRed aus und schwingt die Moralkeule. Du hast die wenigsten Punkte hier. Ja, okay, das zweite, aber du bist hinter mir. Ich hab dir wenigstens. Bruder, du bist, guck mal, gucken. Du bist auch wieder so einer, der profiliert sich nur durch Geld, durch Punkte. Immer nimmst du irgendwelche Gegenstände, push dich damit. Bruder, ich push mich mit Werten, ich push mich mit Charakter, mit meinem Humor, mit meiner Sympathie, mit meiner Art. Du kannst dich immer nur. Schöner, danke schön. Ich hab mein Handy wegen dir weggeschlagen. Richtig auf, Leute. Er pusht sich immer nur. Oh, ich hab mehr Punkte als du. Junge, du bist so ein fragiler Clown und kannst das nicht mal verstecken, aber auch nicht dazu stehen. Was machst du überhaupt auf Social Media? Red, sag mal ehrlich, meinst du, du hast mehr Cash als Kuchen? Sag mal ehrlich, Red. Also, ich habe definitiv mehr Besitz und Cash, 100%, ja. Ja, und wie man merkt, auch mehr Ego-Probleme als alle zusammen. Das Beste ist aber, wie er das begründet. Stark. Ich musste meine Immobilien nicht über Finanzierung holen, Gott sei Dank, meine Autos. Ja, aber jetzt eine Hausfinanzierung hat gar keine Aussagekraft darüber, ob man mehr oder weniger Geld als jemand hat. Selbst. Oder Leute, also. Oh. Die einfachste Regel ist, reiche Leute geben nicht ihr eigenes Geld aus, sondern nehmen mit ihrem Geld, ihrem Vermögen, Kredite auf, damit sie von anderen Leuten Geld ausgeben. Bruder, das ist so das Erste, was man hört, wenn man fucking Wolf of Wall Street guckt. So, das ist so die Basic, das ist so wirklich die basicste Basic. So, das ist wirklich der, das ist, weißt du, das ist so diese kleine Schwelle, die man überstreiten muss, bevor man in seine Dusche geht, weißt du? Das ist so. Hä?
Warum zur Hölle solltest du denn denn... Was? Ich meine... Alter, das gibt's doch nicht. Wer kauft denn sein Haus Cash? Bist du dumm oder so? Sein Monte hat einen Kredit bei der Bank aufgenommen und sein Haus in Raten bezahlt. Obwohl er im Vorjahr die Nummer 1 auf Twitch und generell mega erfolgreich war. Das Haus habe ich natürlich nicht in der Bar hier bezahlt, sondern ich habe den Kredit bei der Bank aufgenommen und muss das über Jahre, über 10 Jahre abbezahlen. Immobilien über eine Finanzierung holen ist ganz normal, selbst wenn man die Kohle hat. Operett, ich kann dir aber sagen, was Monte, Kuchen, Trimax, Allotrix oder Unge niemals in Raten zahlen würden. 2000 Euro Ordnungsgeld, wo du extra eine Ratenzahlung beantragt hast und selbst das bis heute nicht stemmen konntest. Uff. Du Finanzpuma. Und nochmal kurz zu der Sache, dass ApoRed seine Immobilien nicht über Finanzierung holen müsse. Ich konnte bei allen Immobilien, die ApoRed als seine ausgegeben hat, ganz klar belegen, dass er sie immer nur gemietet und nicht gekauft hat. Erst viel später, nach meinen Videos, hat er davon geredet, dass er ein, zwei Häuser gemietet hat. Ja, ich hatte mal ein Haus zur Miete, sogar zwei. Der spielt auf Zeit, der geht einfach davon aus, dass eines seiner Businesses richtig einschlägt und er dann reich ist. Oder der, wenn du 100 Euro Microsoft-Aktien hältst und denkst, Microsoft wird irgendwann richtig groß und dann sind diese 100 Euro deutlich mehr wert, dann wartest du nicht darauf, dass dein Business richtig einschlägt, sondern dass irgendwas anderes in deinem Kopf einschlägt, damit du aus deinem Fiebertraum rauskommst. Boah, da hast du auch, Digga, echt viel Geld gezahlt. Da bist du bei 2 Mille oder so. Minimum. Ja, ja. Im Monat. Es ist so seltsam, dass er damals aber von ein, zwei gekauften Häusern geredet hat. Die nächste Frage ist von GioCinto030. Wie viel hat dein Haus gekostet? Für die beiden Häuser, ne, die ihr bisher gesehen habt, ne, man zahlt im Schnitt ungefähr, wenn es gut läuft, zwischen 400.000 und 600.000 Euro. YouTube kannst du Geld verdienen, sogar gut Geld, wenn du das gut machst, gerade mit meiner Reichweite, aber auch nicht so viel, dass du dir ernst 6, 7 Autos leisten kannst, daneben nochmal ein, zwei Häuser kaufen kannst, daneben nochmal noch mal eine halbe Million da investieren kannst und nochmal, keine Ahnung, 300.000 da, kannst du nicht. Ne? Und Insider und Leute, die mich lange kennen, Freunde wissen ja, dass ich ja nicht nur YouTube mache, sondern auch nochmal 6 weitere ernste Unternehmen führe. Und obwohl er nach meinen Videos gesagt hat, dass er ein, zwei Häuser gemietet hat, behauptet er in einem anderen Stream wieder, dass er Häuser immer ohne Finanzierung kauft. Das Haus bezahlt. Ich verstehe das Finanzierungsprinzip nicht, wenn ich 100 Millionen habe, hätte und ich mir ein Haus für 2 Millionen baue, warum nicht gleich voll bezahlen? In diesem Verhältnis findet das ja nicht statt. Ja, wenn du 100 Millionen hast, dann kaufst du dir vielleicht, dann bezahlst du das vielleicht schon, aber in dem Verhältnis findet das ja nicht statt. Gehen wir mal davon aus, dass du 500.000 hast und dir ein Haus baust für 800. So, dann zahlst du halt nicht 500.000 ab, sondern hinterlegst das als Sicherheit und schaffst den Finanzierungsplan, wo du das über eine gewisse Zeit abzahlen kannst. Und das Geld, was du sonst hast, packst du in Dinge rein, die halt ein bisschen nebenbei noch Geld machen, anstatt es einfach in so eine Immobilie, also in dieses Objekt reinzupumpen. Ne? Das ist jetzt auch alles nicht mehr so einfach unter Umständen, wie es mal war. Unter Umständen lief das in der Vergangenheit lief es ja so, dass viele, die das Geld dafür hatten, sich wie dumm Immobilien finanziert haben, mit Geldmitteln, die sie hatten als Sicherheit. Dann haben sie die Scheiße vermietet und haben die Kreditrahmen, die sie genutzt haben oder die sie ausverhandelt haben mit der Bank für die Immobilie oder für mehrere Immobilien durch die Mieteinnahmen von den Mietern halt wegskalieren lassen, sodass du auf plus minus null läufst. Diese Kredite gibt es aber nicht mehr. Also es gibt nicht mehr diese 1% Kredite und diese sehr saftigen Sachen. Das funktioniert halt nicht. Ja, Digga, ein Haus wird immer straight bar gekauft, Digga. Finanzierung gibt's aber leicht nicht. Während er in seinem Sozialbau streamt und sich seine Situation vorher schön geredet hat, indem er meinte, dass er Häuser gar nicht mag und auch keine 2 Stockwerke. Ich mag keine Häuser. Ich bin mein Leben lang oft in Häusern gewesen, sage ich mal so. Aber Häuser finde ich nicht. Ich mag einfach nicht diese 2 Stockwerke und so, Digga. Ich finde optimal. Dream ist 5 Zimmer, 120 Quadratmeter. Ich finde das ist so das Geilste, so überhaupt auf einer Etage auch so, ne? Alles darüber ist unnötig, braucht man gar nicht. Du bist Apartment unterwegs, ne? So ein Apartment. Immer Neubau-Apartment, finde ich am meisten. Finde ich am wohlsten einfach. So schön auf einen Stockwerk, wenn ich jetzt so meine andere Wohnung da hatte, wo du auf ähnliche Quadratmeter kommst, auf einer Etage, Digga, das ist einfach viel angenehmer. Also für mich ist es einfach angenehmer. Aber weil er nicht drauf klarkommt, dass man denken könnte, dass er broke ist, muss er wieder flexen und behauptet einfach, er habe 3 Wohnungen. Wir haben ja so ein paar coole Jacken, die ich dazu aktuell trage, so 6, 7 im Schrank sind, glaube ich, nochmal so irgendwie 10, 15 Stück und so, aber jetzt die anderen 50, 60, 70, die sind dann zum Beispiel woanders gerade. Und das sind natürlich dicke Daunenjacken zum Beispiel, ne? Die muss jetzt demnächst auch nochmal holen. Und die ganzen Sommerjacken, also die ganz dünnen Jacken, die sind jetzt zum Beispiel zur aktuellen kalten Saison, sind jetzt zum Beispiel in einem Riesenlager als Beispiel. Ja, so, ne? Oder eine andere Wohnung nach dem Motto. Ich hab ja Garage, Digga.
3 Wohnungen insgesamt. Dann ist es immer hier und da verteilt, so auf lecker Schmecker, dass wenn du mal in eine andere Wohnung bist, dass du da ein paar Outfits hast, etc. Das ist etwas, was ich auch nicht verstehen kann. Warum hat man mehrere Wohnungen? Vielleicht bin ich noch einfach nicht so, erst wenn man reich genug ist, versteht man das, aber ich verstehe nicht das Prinzip von, warum hat man mehrere Wohnungen? Warum zur Hölle willst du mehrere Wohnungen? Warum? Ich meine, er hat sie nicht, aber warum würde man vorgeben, dass man mehrere Wohnungen hat? Warum würde man das wollen? Besonders wenn man in diese, ich meine, er gibt ja vor, dass er sie selber benutzt. Es scheint also nicht mal irgendwie ein Investment zu sein, in Form von, der hat die vermietet oder so. Außer er sagt den Leuten, ja, du kannst die haben, aber du musst den Schrank, musst den leer lassen, weil da sind meine Jacken drin. Wie passt das denn alles zusammen? Er sagt, er kauft Häuser, dann waren die Häuser aber doch nur gemietet. Dann kauft er wieder Häuser, sagt aber, dass Häuser scheiße sind, alles kompakt, auf einer Etage ist viel besser, aber hat auf einmal verstreut 3 Wohnungen. Was ist das für ein Quatsch? Es stimmt zwar, dass er öfters andere Wohnungen bei Behörden angegeben hat, aber einfach nur, damit keiner weiß, wo er sich aufhält. Denn wie sich rausgestellt hat, war die jeweils angegebene Adresse meistens entweder die von seinen Schwiegereltern, die Adresse von seinem Bruder oder auch die Adresse von seinen eigenen Eltern. Neben seiner Sozialwohnung ist das dann wahrscheinlich einfach sein Immobilienportfolio, die Mietwohnungen seiner Verwandtschaft. Stimmt, der hat einfach den Kinderzimmer, meinte er. Die Kinderzimmer-Chat. Ey Leute, das wissen viele nicht. Ich habe übrigens 100 Wohnungen. Ich habe einfach bei allen Verwandten eine Schlüpfer von mir hingelegt. Naja, jedenfalls war Apo-Red ein halbes Jahr später dann zum ersten Mal in Dubai. Dort hat er plötzlich behauptet, dass er nun in 3 Ländern leben würde. Du lebst in Dubai? Ich lebe in Dubai, Istanbul und Hamburg. Bitte was? Ich lebe in Dubai, ich lebe in Istanbul und ich lebe in Hamburg. Oh, das Beste für ApoRed ist, wenn es noch kleine Geister da draußen gibt, die sich blenden lassen, weißt du? Es gibt nichts Besseres für Leute wie ihn. Menschen, die sich durch Reichtum blenden lassen. Bruder, das ist wundervoll. Es gibt nichts Besseres als jemanden, dem wichtig ist, wie reich du bist. Oh, ApoRed mit der allerechten Pizzakrone. Oh krass, du bist so reich, Alter, wow. Das ist immer mein Vorbild, du bist also... Ja, aber wie geht das? Ich habe alles richtig gemacht. Das Ding ist, ich habe Ziele gesetzt und einfach gemacht. Ja, ist es nicht. Ist es nicht stressig, wenn man in 3 verschiedene Länder wohnt? Nö, gar nicht. Der wohnt ja nicht, der macht doch nur Urlaub, oder nicht? Nein, ich lebe hier überall. Neidisch, dass du keine Pizzakrone hast? Oder wenn Pizza in meiner Nähe ist, ist die nicht auf meinem Kopf, sondern in meinem Mund. Ach, du lebst da überall. Ach so. Ja, wer kennt die Ziele nicht? Im Sozialbau Hartz IV beantragen mit einer Insolvenz ohne Restschuldbefreiung. Das sind alle echte Life Goals. Und in Dubai macht er dann Werbung für ein Immobilienunternehmen, wo er so tut, als wäre das seine neue Wohnung. Und schaut mal, wen ich heute auch noch mit dabei habe. Ach, William Hamlet, schon sein Schlafzimmer an. Was sagst du zu deiner neuen Wohnung? Sieht top aus, wirklich. Was sind die Benefits davon? Die Benefits, auf 5 Jahre Finanzierung 0%. 0% zinsfrei. Zinsfrei? Hä? Ich dachte, Finanzierung braucht der Main Character nicht. Und 8 Wochen schon fertig, hat 4.500. Perfekt. Lage, lassen Sie Sicht auf die Palme. Sicht auf die Palme, schöne Wohnung, super ausgestattet, Qualität Nummer. Übrigens auch lustig, wie er sich nicht mal traut, aufs Bett zu springen. Das ist offensichtlich nicht sein. Wahrscheinlich hat der Typ hinter der Kamera gesagt: Ey, Bruder, nicht aufs Bett, du machst das nur dreckig, Digga. Eine Wohnung. Der hat in Dubai in diesem Rowe Marina Hotel gepennt. Das Ding hat 3 Sterne und man kann da teilweise für 30 Euro übernachten. Und kurz darauf hat er sich mit seinen Freunden eine Wohnung geteilt, beziehungsweise auch das Bett. Und offensichtlich ist das auch nicht die Wohnung, die man hier im Video sieht. Vermutlich hat man die hier auch das erste und letzte Mal gesehen. In meiner Videoreihe war das jetzt übrigens ursprünglich als nahtloser Übergang zu seinem Dubai-Trading-Scheiß geplant, aber da ApoRed auf die glorreiche Idee gekommen ist, ein Video über die komplette Wahrheit seiner Finanzen zu machen, ich kann ihm da unter die Arme greifen, denn die... Oh mein Gott, no way. Komplette Wahrheit sieht komischerweise komplett anders aus. Das ist aber nichts Neues bei ApoRed. Die ganze Wahrheit war ja schon mal eine Lüge und davor war die ganze Wahrheit auch schon eine Lüge und der Real Talk war auch nachweislich nicht real. Und bei dem ganzen Gottgeschwöre, während er gelogen hat, da brauche ich gar nicht erst anfangen. Das Ganze wird aber etwas dauern, also abonniert, um das nicht zu verpassen. Und jetzt kauft mein Feuerzeug. Es sind noch ein paar Death Note Teile da. Ansonsten gönnt euch das Adventure Time Feuerzeug. Links in der Beschreibung. Okay, tschüss. Scheiße, ich glaube, das nächste Video könnte das unangenehmste Video seit langem werden. Teil 12 könnte sehr krass werden, Leute. Eieieiei.